Ja, das Vorwort zum Vorwort kennt ihr ja schon. In diesem Fall beinhaltet es den Hinweis, dass die ersten 20 Minuten dieses Beitrages mehr oder weniger um meine Differenz fachlicher Art mit der Persona Wilhelm Bode handeln. Also darum geht's, der einen Dauerwaldkanal betreibt und für die Verbreitung der Dauerwaldidee in Deutschland durchaus maßgeblich beteiligt ist, wovor ich großen Respekt habe. Und man muss vielleicht dazu sagen, der Dauerwald ist per se erstmal was Gutes. Er ist allerdings nicht, meiner Meinung nach, die universelle Lösung auf jede Frage, die sich irgendwie der Wald in Zukunft stellen werden muss. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Außerdem kritisiert er die Forstwissenschaft in einer veralteten Art und Weise, die einfach nicht mehr der Realität der aktuellen Lehre der Forstwissenschaft entspricht. So, und wer das interessant findet, darf sich gerne die ersten 20 Minuten anhören. Wer das nicht unbedingt braucht, für den ist das dann auch nicht zwingend erforderlich und der kann dann bis zu, ja, circa Minute 21 vorspringen. Das wäre schon zum Vorwort, zum Vorwort. So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mitgebracht beim Anklicken dieses Machwerks hier von mir, weil dummerweise habe ich meinen Zettel vergessen. Auf dem stand jetzt zwar nicht so viel drauf, aber doch immerhin zumindest ein roter Faden für das, was gleich folgt. Und da ich den jetzt nicht habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als den inneren Tüxen zu entfesseln. Und der wirft dann mit Sachinformationen zornig um sich. Vielleicht auch nicht zornig. Je nachdem, müssen wir mal gucken, wie weit er sich in Rage redet. Aber ja, entfesseln muss ich ihn, was hiermit passiert ist. Und damit geht es dann auch los. Das heißt, ich habe übrigens auch keine Zahlen und manche Namen nicht ganz griffbereit, sofern es nicht die allerprominentesten Vertreter unserer Zunft sind. Drum könnte es passieren, dass hier und da einfach dann mal kurz der Dingsbums erwähnt wird oder der Flönzgedöns oder der Humpeldümpel. Wobei Sarah Humpeldümpel ja inzwischen schon die imaginäre Person ist, die hin und wieder mal als Platzhalter für dumme Entscheidungen bezüglich Waldwirtschaft erhalten muss. Egal. Aus Pfulendorf übrigens stammt die. Oder habe ich sie nach Unterulding geschickt? Ich glaube, es gibt in beiden Dörfern eine. Ist ja auch egal. Jedenfalls legen wir los und reden über den Dauerwald. Und damit habt ihr mir schon lange in den Ohren gelegen. Was berechtigt ist, das ist auch ein wichtiges Thema. Es ist nur leider wirklich ein Riesenfass, das man da aufmacht. Und bezüglich Dauerwald muss man ohnehin irgendwann in der Historie des Dauerwalds den Wilhelm Bode erwähnen. Und den erwähne ich jetzt deswegen gleich mal am Anfang. Nicht, weil er das Ding erfunden hat. Das war Alfred Möller, der 1922 dazu einen Fachartikel in der Forstwirtschaftswelt und Forstwissenschaftswelt, das war damals noch gar nicht so ganz auseinanderhaltbar, wie das heute der Fall ist, veröffentlicht hat. Aber der Wilhelm Bode, der hat inzwischen einen YouTube-Kanal gegründet. So, der Herr Bode hat also dafür gesorgt, dass überhaupt die Dauerwald-Idee in die deutsche Forstwissenschaft tatsächlich nochmal aufgegriffen wurde, Verbreitung in der Forstwirtschaft inzwischen gefunden hat und sich nach und nach langsam in den praktischen Waldbau und in die Fläche, die hier halt so rumsteht, das ist keiner, das ist jetzt kein ausgesprochener Dauerwald, aber sich trotzdem in die Waldfläche integriert. Das ist eine hervorragende Leistung, die war dringend nötig und das kann man auch wirklich nicht mehr, nicht viel genug dankend zur Kenntnis nehmen. Das ist also wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend und was das angeht, möchte ich mich auch in keinster Weise in irgendeiner Form beschweren und habe da großen Respekt vor dieser Lebensleistung, wenn man das, ja, das darf man auf jeden Fall so nennen. So, aber der Herr Bode sagt auch hin und wieder ein paar Dinge, mit denen ich nicht ganz einverstanden bin und das ist ja nun mal die Natur der Sache beim wissenschaftlichen Diskurs, beziehungsweise beim Fachdiskurs, dass man da auch fachlich mal anderer Meinung sein darf. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich, eben weil der Herr Bode damit nun mal stark vernetzt ist und eben sein YouTube-Kanal hier auch sowieso 17 Mal in den Kommentaren empfohlen werden wird, wenn ich es nicht tue. Daher mache ich das von vornherein. Ich stimme in zwei wesentlichen Punkten nicht mit dem Herrn Bode überein. Erstens, seine sehr harsche Kritik an den Forstwissenschaften ist meiner Meinung nach einfach schlicht und ergreifend veraltet.
auch andere harsche Kritik an den Forstwissenschaften, wie sie zum Beispiel vom Herrn Wohleben oder eben ein paar anderen Menschen aus dessen Dunstkreis, sage ich jetzt mal vorsichtig, erfolgt. Da ist ein wesentlicher Faktor, der dabei berücksichtigt werden muss, dass vieles, was da gesagt wird, schlicht und ergreifend seit 20 Jahren veraltet ist. Im Fall vom Herrn Bode seit 20 Jahren, im Fall von manchen, was der im Fall von Herrn Wohleben seit 20 Jahren veraltet, teilweise auch seit 30 Jahren veraltet, im Fall vom Herrn Bode mitunter auch schon seit gefühlten 40 Jahren, gefühlt, ich kann nicht genau sagen, ab wann die generelle Lehrmeinung eine andere geworden ist, ebenfalls veraltet. Man muss heutzutage, und das ist anders als das, was der Herr Bode so erzählt, definitiv erwähnen, dass die Forstwissenschaften eines der letzten sehr, sehr generalistischen Studiengänge sind, die es noch gibt, die sich umfassend mit allen Aspekten, die für den Wald relevant sind, beschäftigen. Und das sind vor allen Dingen derer vier, nämlich zunächst mal die Ökologie, sprich Botanik, Zoologie, Bodenkunde, Geologie zum Teil, Meteorologie spielt eine Rolle, Klimatologie lernt man ein bisschen was drüber. Das sind alles so Dinge, die natürlich unterschiedlich stark forciert werden in den vier meines Wissens universitären forstwissenschaftlichen Studiengängen auf Bachelor-Niveau, die derzeit in Deutschland angeboten werden. In den forstwirtschaftlichen Studiengängen, die an den Hochschulen parallel zu den forstwissenschaftlichen Studiengängen angeboten werden, wird das aber grundsätzlich auch alles thematisiert, wobei da natürlich ein größerer Schwerpunkt auf die Wirtschaftlichkeit und die Bewirtschaftung der Wälder gelegt wird, während in den Forstwissenschaften die Bewirtschaftung eher einen kleineren Teilaspekt des Gesamtpensums, des Wissens, was dort vermittelt wird, ausmacht und alle anderen Aspekte des Waldes, zum Beispiel eben auch die sozialen Aspekte, die man als Forstwissenschaftler heutzutage gelehrt bekommt, spielen da dann eine deutlich größere Rolle. Ja? Und damit habe ich ja den zweiten und dritten Punkt schon genannt, neben ökologischen Aspekten, soziale. Ja? Der Wald ist nun mal auch ein Lebensraum für Erholungssuchende, nicht nur für Tier und Pflanze und Pilz, sondern eben auch für unser Eins, wenn wir uns jetzt bei den Tieren einordnen wollen oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Biologisch gesehen sind wir da natürlich einzuordnen. Praktisch sind wir schon irgendwas Besonderes und dürfen uns oder müssen uns leider aus Gründen, dass wir dazu neigen, unseren eigenen Lebensraum kaputt zu machen, keinesfalls als was Besseres als ein Tier ansehen, meiner Meinung nach, aber schon nicht da einfach mit reinrechnen, weil wir halt schon deutlich gravierende Auswirkungen aufs Ökosystem als jedes andere Säugetier entsprechend haben. Gut, ja, aber das spielt eine Rolle, wie gesagt, die Wirtschaft spielt eine Rolle und zu guter Letzt spielt, ja, eben auch die Schutzfunktion und das kommt natürlich mit in die Ökologie und in die naturwissenschaftliche Ecke mit rein, der Erhalt des Waldes per se, die nachhaltige Nutzung und so weiter und so fort, dem kommt auch nochmal eine deutliche Schlüsselposition zu. Und der Satz war jetzt vermischt, aber egal. Und das bedeutet, es ist ein sehr, sehr vielfältiger Studiengang heutzutage. Das kann jeder sich überprüfen, indem er einfach mal bei irgendeiner Forstuni in einen Stundenplan, in Anführungszeichen, reinguckt, was denn in welchem Semester für Kurse angeboten werden und was da so gelehrt wird. Und dann bekommt man hoffentlich den Eindruck, dass das unglaublich vielfältig ist. Die Zeiten als Forstwissenschaft bedeutete die Wissenschaft hinterm Geld verdienen durch Holzverkauf. Die sind einfach vorbei. Ich bezweifle überhaupt nicht, dass es diese Zeiten mal gegeben hat. Das ist alles dokumentiert und nachlesbar und ich beschäftige mich auch viel mit Wald- und Forstgeschichte und auch eben der Geschichte der Forstwissenschaft. Und da muss man schon sagen, dass wir in unserer Frühzeit und auch in unserer nicht mehr ganz so frühen Zeit durchaus sehr stark dem Narrativ des Geldverdienens durch die Waldnutzung unterlegen sind und die wissenschaftliche Objektivität und gewisse Neutralität weniger inne hatten, als das in anderen Fachrichtungen der Fall ist. So, das war aber früher. Spätestens seit es ein Internet gibt und der wissenschaftliche Austausch mit unseren Teildisziplinen deutlich lauter und intensiver geworden ist. Teildisziplinen von Forstwissenschaftler bedeutet natürlich eigentlich die Kerndisziplinen der Naturwissenschaften, der Ökonomie, der Sozialwissenschaften, die wir eben nur in Teilen benötigen, soweit sie den Wald betreffen. Ne? Also zum Beispiel die Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund ist ein wichtiges soziales Thema in den Sozialwissenschaften. Spielt für einen Forstwissenschaftler selten eine Rolle, wenn du so einen Mitarbeiter hast, kein Problem, im Wald sind wir sowieso alle per Du und interessiert uns nicht. Hoffe ich zumindest, dass das für die meisten Kollegen so gilt. Und ja, das ist einfach nicht besonders wichtig. Wären dann eben wiederum Aspekte zum richtigen Verhalten beim Besuchen der Natur, zum Umgang mit Waldbesitzern, zum Umgang mit der Allgemeinheit, zur Kommunikation der Fachleute mit der Öffentlichkeit, die jetzt erst seit circa 10 Jahren überhaupt erstmal richtig wichtig geworden ist. Vor 20 Jahren ging es los, seit 10 Jahren ist es ein richtiges Thema und seit ungefähr 10 Jahren wurde es vom Großteil der Forstwirtschaft verpennt, vernünftig mit der Öffentlichkeit über unseren Wald, der uns ja alle was angeht und uns allen ein Stück weit auch gehört, weil jeder wohnt in irgendeinem Bundesland, das Bundesland eigenen Wald hat und daran hat jeder ein kleines bisschen, ein Stückchen Anteil. Das ist natürlich nicht bedeuten soll, dass du deswegen im Wald machen lassen darfst, was du lustig bist, aber ja, ne, es geht schon mal irgendwo an und die Kommunikation von der Fachwelt aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft, der in den Forstwissenschaften gar nicht mal so hoch ist, der in anderen Wissenschaften, die weniger Praxisbezug haben, deutlich ausgeprägter ist, weil es ging schon immer auch, wie gesagt, schon ums Geld. Früher viel mehr als heute, aber allein die Tatsache, dass wir wirtschaftsnah sind und praktische Anwendungen hervorbringen, die dann in der Forstwirtschaft umgesetzt werden, sorgt dafür, dass der Elfenbeinturm nie allzu ausgeprägt gewesen ist. Ja, die Praxis hat schon immer eine Rolle in den Überlegungen forstwissenschaftlicher Art geführt. So, und diese meine geliebten Forstwissenschaften, dieses wunderbar breite Wissensspektrum, bei dem man sich so mit so vielen Zeug auseinandersetzen kann, dass man fast schon das Gefühl bekommt, irgendwann doch Ansätze einer gewissen universellen Gelehrtheit erlangen zu können. Nicht, dass ich behaupte, dass ich die hätte. Wirklich nicht. Aber man hat das Gefühl, es könnte eines Tages, wenn man dann mal noch älter und noch grauer, noch älter, da ist noch Spielraum, noch gräuer, schwierig. Aber das dann ist, dann würde ich mich freuen, wenn ich dann vielleicht noch ein Fünkchen Weisheit irgendwann aus diesen ganzen Informationen, die man dann im Laufe seines Lebens mitbekommt, ziehen könnte. Ja, aber wie dem auch sei, jedenfalls halte ich eine generelle heute eine generelle Kritik an den Forstwissenschaften und uns nach wie vor das Narrativ des Geldverdienens unterstellen zu wollen, für, naja, ehrlich gesagt geht es mir sehr auf den Keks. Und ich nehme das persönlich ein bisschen übel, weil es wirklich so viel mehr ist. Die Tatsache, dass Geld nun mal eine Rolle spielt in Waldökosystemen und für die Gesamtheit des Waldes das Geldverdienen nun mal wichtig ist, das stellt auch der Herr Bode nicht in Frage. Und ja, eben. Aber mir scheint es, als hätte der Herr Bode nicht mitbekommen, dass das in den Forstwissenschaften inzwischen durchaus bekannt ist und auch so gelehrt und praktisch umgesetzt wird, dass der Erhalt des Waldes an einer durchaus ähnlich wichtigen Stelle wie das Geldverdienen mit dem Wald steht. Wenn der Wald nicht beziehungsweise an erster Stelle steht, weil wenn der Wald weg ist, dann kannst du damit auch kein Geld mehr verdienen. Das ist uns allen bewusst, das wird auch so gelehrt. Und seit 20 Jahren kriegt niemand mehr an der Uni zu hören, dass Fichtepflanzen auch eine gute Idee sei. Das ist definitiv nicht so. Ja, es sei denn, man befindet sich in Bayern und befindet sich in den Teilen Bayerns, in denen Fichtepflanzen tatsächlich eben immer noch eine mögliche Option ist. Ich sage nicht, dass es eine gute Idee ist, aber gehen tut das da schon noch und wird zumindest noch eine Zeit lang wahrscheinlich auch funktionieren. Wie gesagt, je nachdem, in welchem Teil von Bayern man sich befindet, am Alpenrand, wird es noch eine ziemlich lange Zeit lang wahrscheinlich funktionieren, wenn wir Glück haben, sogar die ganze Zeit. Ja, so, das wäre also Punkt Nummer 1, wo ich nicht übereinstimme. Ich könnte das jetzt noch lange, lange ausführen, wo ich mich persönlich angegriffen fühle, in Anführungszeichen, und die Forstwissenschaften einfach, ein veraltetes Bild der Forstwissenschaften kommuniziert wird. Aber ja, ne, das führt dazu, dass ich menschlich hin und wieder, einfach weil ich halt auch nur ein Mensch bin, mich zu sehr angegriffen fühle. Die Unterstellungen, die zum Teil gemacht werden, sind aber auch nicht gerade immer nur professioneller Natur. Daher mache ich mir da keine großen Vorwürfe und ich befürchte, da werden der Herr Bode und ich wohl keine allzu großen Freunde werden.
Zweiter Punkt, wo ich nicht einverstanden bin, der Herr Bode stellt den Dauerwald als Universallösung für so ziemlich alle Probleme, die der Wald heutzutage hat, dar. Das ist falsch. Punkt. Ja? Und ein wesentlicher Punkt, auf den wir nachher auch nochmal ausführlich zu sprechen kommen, der Dauerwald ist ebenfalls ein Forst. Ja? Der heißt zwar Dauerwald, ist aber keinesfalls irgendwas, was an Naturwald drankommt oder an Urwald so sehr rankommt, dass man hier den Begriff Forst weglassen könnte. Wer also schimpft, ja, diese Fichtenwälder, das sind ja keine Wälder, das sind ja Forste, der muss das Gleiche zu einem Dauerwald sagen. Ja, diese Dauerwälder, nee, das sind ja keine Wälder, das sind ja Forste. Ein gut gepflegter Dauerwald, der alle Strukturen aufweist, die man in einem Dauerwald gerne haben möchte, kann diese nur aufweisen dadurch, dass er regelmäßig beförstert wird. Das heißt, da wird so richtig eingegriffen, da wird hier ein Baum weggeschnitten, dort ein Baum weggeschnitten, ganz, ganz oft, nie viel auf einmal, aber dafür wirklich, wirklich oft, mindestens mehrere Eingriffe pro Jahrzehnt. So wird das zumindest empfohlen und von den meisten Vertretern der Dauerwaldbewirtschaftung auch praktiziert. Ja, also mindestens mal zwei, soll heißen, auf einer Fläche alle 5 Jahre ist hier die Säge durchgegangen und hat irgendwas entnommen. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr hohe Eingriffsfrequenz, die überhaupt nichts mit natürlichen Prozessen in natürlichen Waldökosystemen zu tun hat. Da wird am Anfang häufig gestorben, dann lange, lange, lange gar nicht und dann wieder heftig. Ja? Und dieser Dauerzustand, den Wald über seine komplette Entwicklungszeit hinweg, über die natürlichen Waldentwicklungsphasen hinweg immer in derselben Phase zu halten, quasi zwanghaft in derselben Phase zu halten, ein Fließgleichgewicht herbeizuführen, wo im natürlichen Waldökosystem zwar auch irgendwo eins besteht, aber kein solches, das so gleichgewichtig ist, wie es hier den Einschein erweckt, ist ebenfalls Arbeiten gegen die Natur. Unsere natürlichen Wälder durchlaufen sämtliche Altersklassen. Der Altersklassenwald ist so gesehen zwar eine dumme Idee gewesen in der Form, wie er früher ausgeführt wurde und wie er früher umgesetzt wurde, keine Frage. Ja, das bezweifelt niemand heutzutage mehr aus den Forstwissenschaften, dass das alte Altersklassenmodell überholt ist, mehr als überholt, zum Teil auch wirklich eine ganz blöde Idee gewesen ist von vornherein, menschlich nachvollziehbar und den Umständen der Zeit geschuldet und dem Wissen der damaligen Zeit geschuldet, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man kann aus heutiger Sicht vieles, vieles kritisieren, was damals einfach unbekannt war. Ja? Im Mittelalter haben sie Leute mit Aderlass getötet. Waren die denn bescheuert? Ja, hätten sie nicht wissen können, dass das keine gute Idee ist. Nein, hätten sie nicht wissen können. Woher hätten sie es wissen sollen? Das war eine unaufgeklärte Zeit. Man hat nicht in Frage gestellt, was einem die damals angeblich schlauen Leute erzählt haben. Sobald irgendwelche Religionen um die Ecke gekommen sind, war das Spielchen sowieso vorbei. Und die Mächtigen wollten keine Macht abgeben. Die Kirche wollte keine Macht abgeben vor allen Dingen und hatte dann halt eben das Monopol auf das, was man damals als Wissenschaft bezeichnet hat, sofern dieser Begriff überhaupt schon verwendet wurde, aber das muss ich ja niemandem erzählen, das ist ja allgemein bekannt. So, und jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, an dieser Stelle, da stimme ich wirklich nicht mit dem Herrn Bode überein. Man kann nicht aus jedem Wald einen Dauerwald machen, dann ist der Wald gerettet und alles ist in Ordnung, sondern man sollte dabei schon noch ein paar Dinge im Hinterkopf behalten, dass wenn alles ein Dauerwald wäre, der ständig in der Plänterphase gehalten wird, der Waldentwicklung, wir dann doch das ein oder andere Problemchen im Waldnaturschutz bekommen würden. Ich will es nicht unterstellen, dass der Herr Bode aus jedem Wald einen Dauerwald machen möchte, aber so klingt es doch sehr, sehr, sehr oft für mich. Und dieses Narrativ, dass der Dauerwald alle Probleme löst, das möchte ich schon gerne sehr bezweifeln. Und darum auch eben dieses Video. Was wir aber auf jeden Fall feststellen müssen und klarstellen müssen, natürlich ist so ein Dauerwald eine hervorragende Idee und eine prima Waldform, eine prima Waldbewirtschaftungsform, außerordentlich zukunftsfähig. Und wenn wir mehr Dauerwald in Deutschland hätten, dann sähe der Wald jetzt tatsächlich, oder vorher schon gehabt hätten, dann sähe der Wald jetzt definitiv anders aus. Das gilt aber auch für viele andere Waldformen. Wenn wir die vorher schon gehabt hätten, dann sähe der Wald jetzt auch anders aus.
hinsichtlich Löcher, die momentan gerade drin sind, weil natürlich zu viel Fichte da stand. Das bezweifelt ja niemand. Was wir aber bei der Fichte eben nicht vergessen dürfen, man kann die auch nicht von jetzt auf gleich, sobald man bekannt hat, dass es eine dumme Idee war, damals vor 80 Jahren Fichte zu pflanzen oder vor 40 Jahren oder von mir aus für 50, 60, ist egal. Deswegen kann man die nicht von jetzt auf gleich einfach sofort umschneiden. Das wäre eine völlig blöde Idee aus wirtschaftlicher Sicht und auch eine blöde Idee, weil sobald man beschließt, oh Gott, alle Fichten sind falsch, wir müssen sofort alle Fichten fällen, jetzt gleich, dann hat man ja noch viel mehr Löcher im Wald. Das ist also nicht wirklich eine dankbare Lösung. Und was halt die Waldbesitzer, da die ja auch irgendwo von ihrem Waldbesitz ein Stück weit manchmal leben müssen, manchmal leben können und manchmal einfach nur ein schönes Sparbuch dastehen haben, das sie gerne behalten möchten, die wollen natürlich nicht, dass ihr ganzer Wald finanziell sofort vor die Hunde geht. Und daher ist eben das Narrativ, dass Geld im Wald nun mal eine Rolle spielt, durchaus berechtigt, weil es spielt eine Rolle und zwar eine verdammt große. Und das wird sich, sofern wir nicht auf die Idee kommen, die Planwirtschaft oder Ähnliches wieder einzuführen, so schnell auch nicht ändern. Ja, jetzt mag man das für eine gute Idee halten, die Planwirtschaft wieder einzuführen, ist aber derzeit gerade unrealistisch. So, ja, also das waren so meine zwei wesentlichen Punkte, nur damit wir das mal eingeordnet haben, wo ich bezüglich Herrn Bode stehe. Also großen Respekt vor seiner Leistung hinsichtlich für den Dauerwald, fachlich bei der Kritik an der Forstwirtschaft, an der Forstwissenschaft vor allen Dingen. Forstwirtschaft kann man sich nochmal streiten, ist nochmal ein anderes Thema, bin ich teilweise einverstanden, teilweise nicht. Aber die Kritik an der Forstwissenschaft, die ist schlicht und ergreifend veraltet. Ja, das war mal so, keine Frage. Ja, aber das ist immer so ein Thema, wenn Nichtwissenschaftler, Herr Bode sagt ja selber, dass er keiner ist, sich zu sehr in wissenschaftliche Themen einmischen, dann fehlt es manchmal meiner Meinung nach, und das ist natürlich nur eine Meinung, und zwar meine, am notwendigen Verständnis für die Prozesse, die dabei eben eine Rolle spielen und eben auch für die Prozesse bzw. die Historie der Wissenschaft, dass das nun mal immer eine Entwicklung gewesen ist und der wissenschaftliche Erkenntnisgewinnungsprozess eben auch eine große Entwicklung durchgemacht hat, die sich auch in Wissenschaften, die früher eben durchaus viel Quatsch hervorgebracht haben, inzwischen so weit durchgesetzt hat, dass diese Phase vorbei ist. Ja, und dazu muss man leider historisch betrachtet auch die Forstwissenschaften eben nun mal zählen. Allein die Tatsache, dass wir heute eine Unterteilung in Forstwissenschaft und Forstwirtschaft haben, ist ein gutes Indiz dafür, dass man da eben in den Wissenschaften dieses Geldverdienen-Narrativ inzwischen so nicht mehr findet. Ich will behaupten, dass es vollständig verschwunden ist. Der Gedanke, dass das Ganze, was man plant im Wald und was man versucht im Wald umzusetzen, irgendwie finanziell bezahlbar sein muss, ist nun mal relevant. Weil wenn unser Holz zu teuer wird, dann holt man es aus dem Ausland. Damit ist niemandem geholfen, zu allerletzt dem Klima, weil das enorme Ressourcenkosten, enorme CO2-Freisetzung bedeutet, Holz über längere Strecken zu transportieren. Und wir können vielleicht unseren Wald super vital und super gesund und wunderschön erhalten. Ja, rauben dann aber in anderen Teilen der Welt da quasi den Wald weg, weil wir bereit sind, einfach höhere Preise zu bezahlen, als die im Inland jemals bekommen würden. Und schwuppdiwupp verkaufen sie uns das Zeug, merken, oh, ich verdiene Geld, wenn ich das verkaufe, verkaufen mehr davon. Das sind ganz simple ökonomische Prozesse, die da eine Rolle spielen, die man eben einfach nur mal nicht ignorieren darf, weil sie in der Realität halt vorkommen und lediglich im Märchenwald von Herrn Wohleben scheinbar keine Rolle spielen. So. Genug gemeckert, zum Dauerwald. Jetzt kurzer Schnitt für mich. Und ich glaube, auf meinem Zettel, der nicht da ist, steht, dass ich was zur Historie des Ganzen erzählen soll. Seit ungefähr 20 oder 30 Jahren hatte, zu dem Zeitpunkt, wo ein gewisser Herr Möller darauf aufmerksam geworden ist, der Freiherr von irgendwas, leider habe ich den Namen nämlich vergessen und schreibe ihn jetzt hier unten hin, bereits einen Wald bewirtschaftet, ohne jemals gelernt zu haben, wie man einen Wald bewirtschaftet. Aus heutiger Sicht war das sehr, sehr gut, weil dadurch ist er auch nicht, ja, man könnte jetzt ganz fies sein und sagen, verdorben worden von dem Wissen der Zeit, wie ein Wald zu bewirtschaften sei. Das bestand nämlich eben größtenteils noch in den guten alten Nadelholz-Reinbeständen und so Ideen wie Birke rechtzeitig rausschneiden und so weiter und so fort, was heutzutage völlig überholt ist und was hoffentlich
bis auf so ein ganz paar Verrückte, beziehungsweise Unbelehrbare, nennen wir sie so, keiner mehr macht. So, aber jedenfalls hat dieser Freiherr seinen Wald also so bewirtschaftet, wie er das für eine gute Idee hielt, und dabei hat er aus Versehen quasi die Dauerwaldbewirtschaftung erfunden und eben keine Löcher regelmäßig in den Wald gekloppt, sondern den Wald als Umlaufsystem mit kleiner Entnahme von hier mal ein Stamm, da mal ein Stamm, dort mal ein Stamm, ohne jemals das Kronendach nennenswert aufzubrechen. Verstanden. Ja? Und dann kam der Herr Möller, Alfred Möller, ein Forstwissenschaftler, der 1920 sich das Ganze angeguckt hat, glaube 20 müsste das gewesen sein, und da dann festgestellt hat, huch, okay, hier wurde ja ganz was anderes gemacht. Es handelt sich übrigens um den Wald in Sachsen-Anhalt, wo das Ganze passiert ist. Und hier wurde ja mal ganz was anders gemacht, und das muss ich jetzt irgendwie mal untersuchen. Dann hat er da entsprechend Messungen angestellt. Zum damaligen Stand wusste man schon einiges, um Zuwachs von Bäumen feststellen zu können, um Vorräte von Wäldern feststellen zu können, die Forstmathematik, also die angewandte Mathematik zur Berechnung von Baumvolumina etc. pp., war da schon sehr weit fortgeschritten, und daher konnte man recht schnell feststellen, dass dieser so völlig unkonventionell bewirtschaftete Wald erstaunliche Volumenzuwächse aufgewiesen hat, erstaunlich gut aussah und da erstaunlich viel Holz in Anbetracht des geringen Alters dieses Waldes herumgestanden ist. Das heißt, der Herr Möller war beeindruckt, ging zurück nach Eberswalde, da war er Professor bzw. also Forstwissenschaftler eingestellt, und hat das dann eben entsprechend publiziert. So. Und dummerweise sind Leute, die den ganzen Tag im Wald hocken, selten geneigt, sich schnell von neuen Ideen überzeugen zu lassen. Daher gab es erstmal jede Menge Gegenwind aus der Fachwelt. Das haben wohl viele gelesen. Das Ganze ging für damalige Zeiten viral, wenn man das so nennen möchte. Und es gab auch sehr viel harsche Kritik, dass das eben Blödsinn sei und gar nicht sein könnte. Und man hat sich verschiedene Argumente ausgedacht, weshalb das alles nicht funktioniert. Unter anderem, weil die Bewirtschaftung dieses Waldes viel zu teuer sei, war eines der zentralen Argumente, das man auch bis heute als Kritik am Dauerwald immer mal gerne hört, weil es im ersten Moment einem als gelernter Forstmensch logisch erscheint, dass das doch deutlich teurer sein muss. Tatsächlich ist es auch teurer, aber nicht so viel teurer, dass der Mehrgewinn an Zuwachs das nicht ausgleichen würde. Ökonomisch sind Dauerwälder, um das mal vorne wegzunehmen, tatsächlich eine gute Idee. Ja. Habe ich lange auch persönlich nicht geglaubt, aber ich habe mich jetzt mal intensiv in die Studienlage eingelesen. Es ist so. Ja, und es widerstrebt einem. Und ich kann auch diesen Widerstand, aber das muss doch so teuer sein, die Holzernte da durchzuführen. Und es ist auch ein Riesenaufwand und macht total viel Arbeit. Weil wenn man das mal selber gemacht hat, dann glaubt man erst recht, dass das doch viel zu teuer sein muss. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall, weil halt eben vorher genau mehr Holz da gewachsen ist und die Ernte sehr regelmäßig erfolgen kann und viele andere Vorteile, da kommen wir noch gleich dazu. So, jedenfalls hat das der Herr Möller damals so publiziert und wie gesagt, keiner wollte ihm so richtig zuhören, bis auf so ein paar innovative Privatwaldbesitzer, die Idee aufgegriffen haben. Warum? Ja, ein Stück weit hat er dem Herrn Möller bzw. der Dauerwald-Idee entgegengespielt, dass für Privatwaldbesitzer eine klassische schlagweise Hochwaldbewirtschaftung, was das jetzt wieder, kommt gleich, nicht so attraktiv gewesen ist, weil sie damit nur alle paar viele Jahre überhaupt mal Geld verdienen konnten. So, schlagweise Hochwald, da hinten zum Beispiel. Geht in irgendeinen beliebigen Wald in Deutschland, ihr werdet zu 99%, ja, das ist auch jetzt übertrieben, aber zu 90% Wahrscheinlichkeit in einem schlagweise Hochwald drinstehen. Ja? Und das bedeutet normalerweise, Hochwald erstmal ist der Bewirtschaftungstyp. Es gibt den Niederwald, den Mittelwald und den Hochwald. Der Niederwald, die Bäume treiben aus, werden niedrig abgeschlagen, abgesägt. Es gibt quasi Stöcke, mit denen man einen Zaun machen kann, Brennholz, Holz zum Gerben, die Rinde dazu nutzen und so weiter, sowas in die Richtung. Ganz wenig davon ist erhalten geblieben, ist eine historische Waldnutzungsform in Deutschland kaum noch bekannt. Frankreich gibt es das teilweise noch, andere Teile der Welt erst recht. Ja, die Bäume werden nicht gepflanzt oder nicht nachgepflanzt, sondern streiben einfach wieder aus, nachdem man sie abgeschnitten hat. Das kann eine Hainbuche sein, das kann eine Eiche sein, das kann zum Teil auch eine
Bure sein, die das gut beherrscht. Und dann geht das ganze Spielchen nach 20 Jahren wieder von vorne los. Ungefähr. Mittelwald beinhaltet den Niederwald plus einzelne große Bäume, die deswegen drin stehen gelassen werden, damit sie dann halt eben auch große Holzdimensionen bereitstellen für große Bretter, für Schiffbau zum Beispiel, traditionell früher. Oder die großen Bäume sind Eichen und werfen dann Eicheln runter und man kann im Herbst die Schweine in den Wald treiben, damit sie die Eicheln fressen und dann schön dick sind und eine schöne Wurst im Winter geben oder einen Schinken oder was man halt so haben möchte vom Schwein. Ne? Das ist ebenfalls sehr in Vergessenheit geraten, existiert auch noch in Frankreich zum Teil. Ganz wenige Beispiele noch in Rheinland-Pfalz und übrigens im Siegerland hat es beides, Niederwald als auch Mittelwald, ebenfalls über die Zeiten überdauert und existiert da noch. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls im Großteil von Deutschland alles weg, weil der Hochwald hat Einzug gehalten. Und der Hochwald arbeitet jetzt eben nicht mit Austrieben vom noch lebenden Baum, nachdem man ihn umgeschnitten hat. Und er heißt deswegen Hochwald, weil der wird hoch. Ja, das ist das, jeder Wald, wie wir ihn kennen. Die Bäume erreichen ihre Maximalhöhe, geben einen sehr langen Stamm, aus dem man ein sehr langes Brett theoretisch raussägen könnte. Und das wird dann theoretisch so auch getan. Wenn man die dann umgeschnitten hat, sind sie schon zu alt, um von alleine wieder auszutreiben. Man muss also neu pflanzen und häufig sind es einfach Baumarten, die man pflanzt, die gar nicht in der Lage sind, nochmal neu auszutreiben, wenn sie abgeschnitten wurden. Das gilt für die allermeisten Nadelbäume, wenige Ausnahmen. Thuja plicata zum Beispiel oder Taxus baccata. Ja, dass die ähnlich klingen, ist aber Zufall. Fällt mir gerade auf, dass sie ähnlich klingen. Ja, wurscht. Stimmt beides. So, und schlagweise bedeutet jetzt, dass der Hochwald eben so geführt wurde, ganz traditionell im sogenannten Flächenfachwerk, dass man sagt, man hat einen Wald, der ist ein Rechteck. Und in diesem Rechteck machst du jetzt 100 kleine Rechtecke. Zack, 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 zack. Also Feld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 bla. 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29 und immer so weiter. Ja, also einmal durchnummerieren von 1 bis 100 in einem quadratischen Feld. So, gehst du jetzt, nehmen wir mal an, der Wald ist überall gleich alt, nämlich 100 Jahre. Jetzt gehst du auf Feld Nummer 1 hin und machst den Wald platt. Sägst alles um, machst einen Kahlschlag auf 1% deiner Waldfläche und nimmst die Bäume raus und gut ist. Pflanzt im gleichen Jahr noch neue. Im nächsten Jahr gehst du auf Fläche 2, machst einen Kahlschlag, pflanzt neue. Im nächsten Jahr gehst du auf Fläche 3, machst einen Kahlschlag, pflanzt neue. Das könnt ihr jetzt durchspielen bis Fläche 100. Da macht man einen Kahlschlag, pflanzt neue, kommt auf Fläche Nummer 1 wieder an. Und wie alt ist der Wald jetzt, nachdem man da vor 100 Jahren einen neuen gepflanzt hatte? 100. Ja? Und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Das ist logisch, das ist nachvollziehbar, das konnte damals jeder kapieren, der auch nicht besonders gebildet gewesen ist. Heißt, eine unglaublich wichtige, große Bildung war für den Forstmann damals nicht zwingend erforderlich. Das hatten sie zum Teil natürlich trotzdem. Ich will da nicht die Altvorderen jetzt irgendwie vor den Bug schießen oder sowas in die Richtung. Aber wirklich unbedingt erforderlich aus heutiger Sicht, wenn man bedenkt, was man heute alles wissen muss als Waldwissender, ist das vergleichsweise einfach gewesen. Ja, das müssen wir schon so festhalten. So, und das Prinzip hat sich eigentlich bis heute erhalten, nur dass es halt eben nach modernem Verständnis keine Reinbestände aus Fichte mehr sein sollten, das Ganze nicht mehr ein großes Rechteck ist, ein großes Quadrat, sondern das Ganze deutlich mehr aufgeteilt ist und man auch keine, zumindest hinsichtlich der staatlichen Forstbetriebe keine und der Landesforstbetriebe keine Kahlschläge mehr macht im großen Stil, nur noch kleine. Allerdings Räumungen gibt es noch. Das ist ein Unterschied, haben wir aber woanders thematisiert und würde jetzt hier zu weit führen. So, ist übrigens wirklich ein wichtiger Unterschied, muss man schon zur Kenntnis nehmen. Gut, wie dem auch sei, dieses System, das ist der schlagweise Hochwald, wie gesagt, in moderner Form, bisschen abgewandelt. Es kann auch mal noch eine einzelne Schicht Bäume drunter stehen, das heißt, sobald man die alten umgehackt hat, muss man gar nicht neu pflanzen, weil unter den alten schon eine junge Schicht Nachwuchs bereitsteht und direkt hochwächst, sobald das Licht da ankommt, weil man jetzt auflichtet. Die Endnutzung braucht auch nicht mehr als Kahlschlag auf einmal erfolgen, sondern kann auch hier mal einen Baum rausnehmen, dort mal einen Baum rausnehmen, da mal einen Baum rausnehmen, über 20 Jahre stattfinden. Das heißt, wir kriegen Licht am Boden, hier ein Fleckenlicht, dort ein Fleckenlicht, da ein Fleckenlicht. Hier hinter mir kann man schön sehen, da ist ein Fleckenlicht. Ich selber hocke hier im Schatten, um mich rum keine jungen Bäume. Da hinten Licht, junge Bäume vorhanden. Ist ganz simpel, sobald du irgendwo Licht auf den Waldboden kommen lässt, wächst da noch Nachschub für die
die ober uns, über uns stehen, heran. Und das sind alles trotzdem noch schlagweise Hochwälder. Ja, auch wenn man all diese modernen Methoden und diese naturnahe Waldwirtschaft, nennt man das, dort einfließen lässt, bleibt das normale Betriebssystem sozusagen schlagweise Hochwald. Und das ist, und da kommen wir jetzt zum Widerspruch mit dem Herrn Bode, prinzipiell etwas, was man durchaus auch weiter betreiben kann. Man kann einen schlagweise Hochwald sehr nachhaltig und sehr ökologisch wertvoll betreiben und auch so, dass er durchaus Zukunft ist. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Baumarten da drin wachsen, ob es bereits ein Mischbestand ist oder nicht. Es muss nicht der Dauerwald sein. So, kann aber. Ja, Dauerwald ist trotzdem klasse. Keine Frage. So, das, bei den historischen Wurzeln waren wir. Ich wollte noch erklären, was ein schlagweise Hochwald ist. Historische Wurzeln gingen dahingehend weiter. Wie gesagt, der Herr Möller konnte sich nicht durchsetzen, bis dann eines Tages im Saarland und der Herr Möller, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon nicht mehr gelebt hat, nämlich 1993, es sich ergab, dass gleichzeitig ein SPD-Wirtschaftsminister im Saarland tätig war und dessen Forstchef, also saarländischer Oberforst, Mensch, wenn man ihn so nennen darf, der Herr Bode war. Und der Herr Bode hatte eben einen Faible für den Dauerwald entwickelt. Wo er das genau her hatte, wird er wahrscheinlich selber auf seinem Kanal irgendwann mal erklärt haben. Wenn nicht, kann man ihn das mal gerne fragen. Hatte die Ideen vom Herrn Möller, beziehungsweise eben vom Freiherr von so und so, gut gefunden und hat das versucht, im Saarland umgesetzt zu bekommen. Und da dieser entsprechende SPD-Wirtschaftsminister, dessen Name mir nicht einfällt, da dem Ganzen aufgeschlossen gegenüberstand und die eine entsprechende Mehrheit im Parlament, also im Landtag gehabt haben, hat das funktioniert und das Saarland bekam also Mitte der 90er einen kahlschlagfreien, auf Dauerwald basierenden Wald, was dazu führt, dass wir heute, knappe 30 Jahre später, im Saarland zum Teil wirklich wunderschöne Waldbilder haben, extensiv bewirtschaftete Buchenwälder, Blätterwaldartige Strukturen, mehr als in den meisten anderen Bundesländern. Das Ganze ist also wirklich ganz wunderbar aufgegangen. Das muss man neidlos anerkennen. Das ist Verdienst von Herrn Bode und auch das muss man neidlos anerkennen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache gewesen und hat der Forstwirtschaft wirklich einen großen Dienst erwiesen, da eben dann gesehen wurde, huch, das funktioniert ja, huch, das ist ja wirtschaftlich interessant, ja, huch, das wollen wir auch. Und seitdem greift das in der Praxis immer mehr um sich, dass tatsächlich immer mehr Forstbetriebe teilweise auf Dauerwald umstellen. Auch mein Baden-Badener Stadtwald, den ich immer voll aus großen Tönen lobe, ist ein solcher. Wo es noch nicht ist, wird es noch und wird in diese Richtung langsam umgebaut. Aber um das näher beleuchten zu können, müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen unterscheiden, was denn eigentlich so ein Dauerwald genau ausmacht. Und dazu hat der Herr Möller damals 1922 eben ein paar Kriterien aufgeschrieben gehabt, die ein Dauerwald seiner Meinung nach haben muss. So, und da ich die nicht alle auswendig kann und der Zettel bekanntlich daheim liegt, kommt jetzt hier eine längere Voice-Over-Passage. Ja, das Wörtchen Dauerwald ist ja schon ganz oft gefallen und vielleicht werdet ihr euch darunter schon irgendwas gedacht haben, dass das ein Wald ist, der von Dauer sein soll. Aber ich habe mir jetzt hier noch mal kurz die Notiz gemacht, dass ich schnell mal eben erwähnen soll, was denn nun so ein Dauerwald wirklich ausmacht und nicht nur die Grundsätze nach Möller nennen, sondern so ein bisschen erklären, wo der Unterschied zu einem Nicht-Dauerwald liegt. Und das sind in meiner Meinung nach diese drei Punkte, die ich persönlich am wichtigsten finde, nämlich wir haben es zunächst mal mit sehr hohen Zuwächsen durch Dauerbestockung zu tun. Das führt zu einer optimalen Ausnutzung des Lichtes, was wiederum zu einer hohen Bruttoprimärproduktion führt. Und das heißt, wir nutzen so gut wie alles Licht, was da ist, auch tatsächlich aus. Am Boden kommt also nicht mehr viel Licht an, da herrscht Dauerschatten. Und das ist ideal, weil damit von der Sonne abgegebenen Strahlung, die auf unserer Erde ankommt, wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Anteil irgendeine grüne Biomasse trifft, also ein Blatt, und dieses Blatt dann daraus ein Photosyntheseprodukt erzeugt. Das heißt, die höchstmöglichste biologische Produktion durch Pflanzen, die man auf einem Stück Boden haben kann, hat man dann, wenn auf dem Boden selbst
so gut wie gar kein Licht mehr ankommt, weil es von Pflanzen sozusagen genutzt worden ist. Und dieses Grundprinzip der Maximierung der Bruttoprimärproduktion, also der erstmal durch Photosynthese primär erzeugten Zuckers letzten Endes, ja, das Produkt der Photosynthese ist ja Glucose, die ist immer dann optimal, wenn der Wald so dicht wie möglich ist. Punkt. Ja? Wie sich dann allerdings dieser Zucker, der generell erstmal optimal viel produziert wird, auf die einzelnen Bestandteile der Pflanzen verteilt, die ihn produzieren, das ist dann nochmal eine andere Frage und da kann man sich dann streiten, ob da Bauerwald immer die beste Lösung ist, je nachdem welches Produkt, also die wirtschaftliche Überlegung dahinter, man hier generell erzielen möchte. Ja? Aber ein riesen, riesen Vorteil bleibt es, wir haben erstmal am meisten Biomasse im Dauerwald. Punkt. Ja? Kurzfristige Holzpreisschwankungen fallen weg, da dauerhafte Produktion. Das bedeutet, wenn der Dauerwald immer geschlossen bleibt und immer pro Periode, sagen wir 10 Jahre, eine ähnliche Menge Holz abwirft, und das tut er charakteristischerweise, dann kann man davon ausgehen, dass der Holzpreis sich sehr stark stabilisiert, die zukünftigen Generationen auch wieder mit einer ähnlichen Holzproduktion wie in der aktuellen Generation rechnen dürfen und dieses Pokern auf einen optimalen Holzpreis, der eben gerade auch durch Großkalamitäten steht da ja auch schon, häufig sehr stark schwankt. Das fällt weg und davon profitiert eben die Gesamtwirtschaft. Die Forstwirtschaft kann sicher arbeiten, sicher planen. Die Sägewirtschaft weiß, was sie wann kriegt. Und auch der Häuslebauer weiß, dass er dann und dann nicht irgendwann sehr schnell sein Haus bauen muss, wenn der Holzpreis gerade günstig ist, sondern er kann sein Haus irgendwann bauen, wenn es für ihn passt. Also davon profitieren alle. Diese Planungssicherheit ist eine ganz, ganz tolle Sache und verhindert übrigens auch wahnsinnige Einbrüche des Holzpreises, sodass wir Holz verramschen müssen, was ja eigentlich schade ist, da es sich immer noch um hochwertiges Produkt handelt. Ja? Also das ist meiner Meinung nach ein ganz wesentlicher Punkt, der durch den Dauerwald geprägt wird. Gut, hohe Bestandesstabilität, die entäußert sich natürlich darin, dass sich der Bestand durchgehend in der sogenannten Plänterphase befindet. Da gehen wir noch später detaillierter darauf ein. Und das wiederum führt dazu, dass die Plänterphase von Wäldern grundsätzlich immer durch sehr hohe Stabilität und Stressresistenz geprägt ist. Soll heißen, ein plänterartig aufgebauter Wald reagiert deutlich geringer auf Sturm, auf Trockenheit, auf Käferbefall, auf eigentlich so ziemlich alles, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten für, ja, sag ich mal, Waldflächenverluste verantwortlich gewesen ist. Unabhängig davon, dass die Flächen natürlich irgendwann auch wieder zuwachsen, die jetzt verloren gegangen sind. Aber diese Stabilität ist schon ein sehr wesentlicher Faktor, der den Dauerwald so attraktiv macht. Ja, und der letzte meiner Meinung nach wesentliche Punkt, der Aufwand, einen Dauerwald aufrechtzuerhalten oder gar einen Plänterwald, einen richtigen draus zu machen. Also der Plänterwald ist sozusagen die Deluxe-Version vom Dauerwald. So kann man das ungefähr erklären. Der Dauerwald ist ein Wald, der schon plänterartige Strukturen aufweist, ohne ein richtiger Plänterwald zu sein. Wie auch immer, jedenfalls, dafür braucht es Know-how. Da muss der entsprechende Förster sehr, sehr gut ausgebildet sein. Er braucht auch genügend Mitarbeiter, die ständig verfügbar sind. Und selbst kann er dann auch nicht 2000 Hektar bewirtschaften, sondern halt eben nur 1000, sage ich jetzt mal. Vielleicht 1500, wenn er sehr, 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 sehr gut ist. Aber Reviere von 2000 Hektar wären dann völlig unvorstellbar, wie sie momentan die Regel sind und es zum Teil auch noch größere Reviere gibt. Noch besser wäre natürlich, wenn jeder Förster nur, sagen wir mal, 800 Hektar zu bewirtschaften hätte, da kann man sich frei entfalten und da kann man dem Wald auch was Gutes tun, auch mal was ausprobieren, den eigenen Horizont erweitern als Revierleiter und das Optimale aus dem Waldwachstum herausholen. Und das ist aber eben nun mal ein Problem. Ja, klingt erstmal machbar, nur das muss dann halt auch eben wieder letztendlich dem Preis des Holzes zugerechnet werden, dass wir mehr Personal brauchen. Das ist mit der größte Kostenfaktor, der in der Holzernte überhaupt anfällt, neben sehr schweren Maschinen, die allerdings wiederum wegfallen würden. Das heißt nicht, dass es dadurch unbedingt billiger wird. Es ist sehr kompliziert, aber ja, so viel erstmal zu den wesentlichen Charakteristika, die ich unbedingt noch genannt haben wollte.
Jetzt aber wirklich, wie sich das der Herr Möller damals vorgestellt hat, der meinte, in Gleichgewichtszustand aller dem waldeigentümlichen Glieder, das heißt konsequent kahlschlagsfreie Bewirtschaftung durch Einzelbaumnutzung und weitgehender Verzicht auf biologisch-ökologische Schädigungen des Systems. Ja, das heißt auf gut Deutsch, also jeder Zustand, der im Wald irgendwie eigentümlich ist, ja, der da also regelmäßig vorkommt, soll vorhanden sein und sich im Gleichgewicht mit den anderen denkbaren Zuständen des Waldes befinden. So ein Zustand, ich sag's gleich, kommt im Wald natürlich nur ganz selten mal vor, und wenn doch, dann bleibt er nicht allzu lange vorhanden. Das ist also schon immer noch eine, auch wenn es erstmal sehr, sehr, sehr ökologisch und sehr natürlich klingt, eine künstliche Situation, wenn man das dauerhaft herbeiführt. Wichtig. Ja. Verzicht auf biologisch-ökologische Schädigungen des Systems, das legt zum Beispiel der Herr Bode so um, dass garantiert keine größeren Rückegassen angelegt werden dürfen, weil die eine ökologische Schädigung des Systems darstellen. Das ist nicht falsch, ja, absolut. Und eine biologische Schädigung des Systems wäre auf jeden Fall auch Pflanzenschutzmittel. Meinetwegen auch eine ökologische Schädigung, da kann man sich jetzt streiten, inwiefern das jeweils schlimm ist und es kommt auf einen Einzelfall an. Aber prinzipiell wäre nach den Grundsätzen von Möller ein hundertprozentiger Verzicht von Pflanzenschutzmitteln eigentlich notwendig. So, Gesundheit und Tätigkeit des Bodens, das sei Schutz und Pflege der Bodenlebewelt, ist vor allen Dingen relevant wieder mit den Rückegassen, hatte ich ja schon erwähnt. Wie sich der Herr Möller das im Detail vorgestellt hat, dass man auf den Boden und die Bodenlebewelt besonders viel Rücksicht nehmen muss, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, da müsste man sich mal ausführlich die Schrift vom Herrn Müller angucken. Das habe ich in der Ausführlichkeit nicht getan, muss ich gestehen. Ja, Mischbestockung heißt mindestens mal mehr als eine Baumart. Häufig wahrscheinlich eher drei oder vier gemeint. Ungleichaltrigkeit entsteht allein schon dadurch, dass wir ja einen Gleichgewichtszustand aller dem waldeigentümlichen Glieder haben wollen. Heißt, junge Bäume, mittelalte Bäume, alte Bäume, alles wild durcheinander nebeneinander. So ungefähr. Einem überall zur Holzentzeugung, Holzwerteerzeugung genügenden lebenden Holzvorrat soll heißen, es steht nirgendwo nur ein ganz, 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 ganz junger Wald rum, der nur aus ganz, ganz jungen Bäumen besteht, die man gar nicht fällen kann, beziehungsweise man kann sie schon fällen, aber man kann damit keine Holzwerterzeugung durchführen. Übrigens, wem das Deutsch hier ein bisschen holprig zu sein scheint, das ist Original nach Möller. Ja, also daher einfach ein altes Deutsch, drum klingt das noch ein bisschen vielleicht für uns ungewohnt, weshalb ich auch holprig bin beim Vorlesen. Ja, und die Idee ist halt, dass im Dauerwald auf jeder erdenklichen Fläche, die da irgendwo drin steht, immer ein gewisser Holzwert rumsteht. Überall, durchgehend. Ne? Hast du 1000 Hektar Wald, dann hast du auf 1000 Hektar Wald auch wertvolles Holz rumstehen, wo du dir theoretisch was rausholen könntest. Ja, also das sind so die Charakteristika, wie sich der Herr Möller damals den Dauerwald vorgestellt hat. Das ist alles sehr, sehr klug und zur damaligen Zeit revolutionär gewesen. Und man muss sagen, es hat die Forstwirtschaft schlicht und ergreifend ein wenig überfordert. Das ist nun mal so. Sodala, jetzt müssen wir hier mal Folgendes klären, nämlich die Idee hinterm Dauerwald nach Möller war ja so ein Stück weit, zumindest wurde das häufig so interpretiert, und in den nachfolgenden Jahren auch von anderen Leuten so ausgelegt und so verstanden, dass der Wald ein Organismus sei, ja, und man ihn eben als ein langfristig lebender Organismus verstehen soll und ihn eben auch so behandeln, dass der Wald eben dauerhaft auf demselben Ort immer geschlossen bleibt und immer weiter und sich in seiner Struktur und seiner Form kaum verändert. Die Strukturen, die Formen sind zwar sehr kleinräumig verschieden. Es gibt kleine Bäume, mittlere Bäume, mittelgroße Bäume,
große Bäume, ganz große Bäume und alte, riesige Methusalem-Bäume noch weiter oben drüber und das alles auf derselben Fläche und das langfristig. Ja, soll heißen, man entnimmt nur ganz selten alle 200-300 Jahre mal so einen alten Methusalem-Baum, damit dann in 200-300 Jahren eben nebendran noch ein zweiter wachsen konnte und entnimmt entsprechend ebenfalls sehr selten die richtig, richtig großen Bäume, aber entnimmt halt entsprechend relativ viel häufiger mal einen von den kleinen, von den mittelgroßen und kriegt dann auf diesem Wege idealerweise ein durchgehend durch den komplette Waldfläche auf jeder Fläche jedes Jahr in Anführungszeichen, man muss natürlich nicht jedes Jahr auf dieselbe Fläche, aber dann doch alle 3-4 Jahre eben auf dieselbe Fläche, gibt es jedes Jahr ein bisschen Holz und zwar aus allen Kategorien, ne? Viele dünne Stämme, wenig mittelmäßig viele mittlere Stämme, wenig dicke Stämme und ab und zu mal einen ultimativ dicken Super-Ultra-Stamm, den man dann für richtig, richtig viel Geld versteigern kann für irgendwelche Spezialanwendungen, wo ein solcher notwendig ist. Ja, und da kann man sich schon vorstellen, dass das erstmal klingt wie ein unglaublich naturbelassenes und natürliches Ökosystem, in dem eben dieser ständige Kreislauf von Werden und Vergehen auf derselben Fläche für Erneuerung und Tod direkt nebeneinander sorgt. Das Ganze klingt ein bisschen romantisch, hoffe ich, ist es auch und soll auch so klingen. Und die Idee ist grundsätzlich ja auch wirklich nicht verkehrt, das kann man schon so machen. Jetzt müssen wir uns nur die Frage stellen, ist das denn ein natürliches Waldökosystem, dieses ständige Nebeneinander und diese geringe Veränderung der Struktur, dieser ja letztendlich Dauerwald eben, dieser immer gleiche, über Jahrhunderte gleiche Ablauf und sich diese Struktur, die immer bleibt, ja, ist das naturgemäß? Und in dem Zusammenhang, die Organisation, die sich seit dem Krieg mehr oder weniger dafür einsetzt, naturgemäße Waldwirtschaft zu betreiben, ist der Arbeitskreis oder die Arbeitsgemeinschaft, kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen, naturgemäße Waldwirtschaft, der ANW. Ja, das ist unter Forstleuten durchaus ein Begriff, viele sind da Mitglied, einige bewirtschaften einen Teil ihrer Wälder nach ANW-Kriterien, manche auch alle. Und das ist grundsätzlich total ganz toll. ANW-Wälder sehen häufig super toll aus. Ich habe da schon die eine oder andere Exkursion drin gemacht. Die eine oder andere meiner regelmäßigen Exkursionen findet eben auch in ANW-Wäldern statt. Deswegen, weil es ANW-Wälder sind, weil die halt eben besonders, besonders schön, besonders nachhaltig, besonders resilient im Hinblick auf Störungen sein können. Ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Erstmal. Aber was mich persönlich, ohne jetzt irgendeinem ANW-Förster, schon gar nicht, weil ich nicht die Hand beißen will, die mich füttert, aber ohne einem ANW-Förster entgegentreten zu wollen, der Begriff naturgemäße Waldbewirtschaftung ist, wenn das Ziel Dauerwald sein soll oder gar ein plänterartiger Bestand, im Grunde falsch. Ja? Die Ideen, die der ANW verfolgt, sind klasse. Die Wälder sehen super aus. Ich habe nur mit dem Namen ein Problem. Das ist das eine größere Problem, in Anführungszeichen, was ich mit dem ANW habe. Und dann eben noch so ein paar kleine praktische Dinge, wo ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung bin. Die machen wir auch gleich nochmal in einem Voice-Over-Teil. Aber was ich jetzt hier im Wald noch kurz klären möchte, nachdem der Flieger vorbei ist und ich meinen Satz zu Ende gesagt habe, ist, was ist denn überhaupt Naturwald? Stand heute gehen wir davon aus, dass es sich bei Wäldern, die unglaublich naturbelassen bis hin zu Urwälder tatsächlich noch sind, um Systeme handelt, die ein Klimaxmosaik aufweisen. Die dazugehörige Theorie nennt sich Klimaxmosaik-Theorie und besagt eben, dass nebeneinander, im räumlichen Nebeneinander, Waldökosysteme verschiedene Phasen der Waldökosystementwicklung durchlaufen. So, das bedeutet, ich sitze hier
in einen Schlusswald, der oben gerade zugegangen ist. Ja? Dass da jetzt eine Buche drin steht, reduziert ein bisschen die Möglichkeit, in die Nadelbaumkronen reinzugucken. Aber die Bäume hier sind noch nicht so alt, dass man sie nennenswert umschneiden müsste. Werft mal einen Blick in die andere Richtung. Ja? Also das sind, ne, die kann man umschneiden, sollte man aber nicht tun. Die werden noch deutlich wertvoller, davon abgesehen, dass es Kiefern sind, die ein bisschen lärchenmäßig aussehen. Oh, komische Kiefern. Und ja, davon mal abgesehen, auch hier, ne, eher dünne Stämmchen, sollte man jetzt noch nicht umschneiden, haben aber oben schon den Kronenschluss erreicht. Und diese Phase in der Waldentwicklung, das wird halt eben von vielen Leuten gerne als Schlusswald bezeichnet. Ja, wie diese Phasen jetzt alle heißen und welche da der Reihe nach kommen und so weiter, das müssen wir jetzt nicht im Detail durchkauen, aber es beginnt mit der Initialphase. Wir haben gar keinen Wald. Wir haben eine Fläche, die eine Steppe ist, die ein grasloser, wirklich einfach nur ein Haufen Boden ohne was drauf ist, die eine Mooslandschaft, eine Wiese, eine Strauchlandschaft oder sonst was sein kann, aber eben noch kein Wald. Es fehlen weitgehend ganz am Anfang noch die Pflanzen, die mal ein 40 Meter hoher Baum werden können. So, in dieser Initialphase sahmen die an, kommen da also irgendwie hin, weil sie vom Nachbarbaum dahin fallen, weil sie vom Eichhörnchen dahin geschleppt werden, der Eichelherr sie versteckt, was auch immer. Die kommen da irgendwie hin und beginnen dann zu wachsen. Und dann haben wir halt eben verschiedene Phasen des Jungwuchses, wenn die jungen Pflänzchen noch nicht so hoch sind, noch so klein sind, dass sie von jedem gefressen werden können, inklusive dem Reh vor allen Dingen. Wenn sie aus dem Äser rausgewachsen sind, hat das ökologisch andere, also das Reh kommt nicht mehr an die Spitze des Baums, das nennt man aus dem Äser wachsen. Äser ist das Maul, ja, die vom Reh, Jägersprache. Und wenn sie daraus gewachsen sind, ist wichtig, dann kommen sie in die Dickungsphase. In der Dickungsphase ist das ökologisch extrem wertvoll, weil das ein so dichter, so dunkler Wald ist, dass sich alle möglichen größeren Tiere wunderbar drin verstecken können. Also wieder das besagte Reh, natürlich auch die Wildsau. Prinzipiell geht auch mal ein Rotwild durchaus mal ganz gerne in eine Dickung, wenn es mal wirklich seine Ruhe haben möchte und sich verstecken will. Das soll auch schon vorgekommen sein. Wildkatze können sich theoretisch drin verkriechen. Verschiedenste Tiere suchen da Unterschlupf, natürlich auch Vögel und so weiter und so weiter. So, dann kommen wir in Stangenholz. Das sind sehr, sehr dünne Bäume, die aber schon so hoch sind, dass man unten durchgucken kann ein Stück weit. Danach sind wir eben in der Kronenschlussphase, ne? Und dann beginnt das Stammholz, nennt man in manchen Fällen so. Da kann man sich auch über die Namen streiten und so weiter, aber die Bäume werden dicker und es gibt in dieser Phase, weil der Wald noch vergleichsweise jung ist, jetzt gehen wir mal so von 50, 60 Jahren aus, momentan jetzt gerade in einem Naturwald, wohlgemerkt Naturwald, ja, also wirklich ohne jede Beeinflussung durch den Menschen, sind alle Bäume noch jung und dementsprechend bis auf die, die vorher abgestorben sind, aus der Dickungsphase heraus, weil das nicht alle überlebt haben, weil sie sich gegenseitig Konkurrenzdruck ausgeübt haben und ein paar sind verstorben, ein paar viele. Auch aus der Initialphase, da sind Zehntausende gekeimt, jetzt stehen noch vielleicht 500 auf der Fläche, ja, wenn überhaupt, bei außerordentlichem Dichtstand. So, und jetzt werden die alle weiter wachsen und dadurch, dass sie alle ums Licht streiten, entsteht, egal was für eine Baumart, erstmal für eine gewisse Phase eine einschichtige Waldlandschaft. Ja, alle sind gleich alt auf dieser Fläche, auf der mal der Wald weg war. Alle wachsen plus minus gleich schnell und es wird wirklich viele, viele Jahrzehnte bis in Jahrhunderte dauern, bis sich da endgültig herausdifferenziert hat, welche Bäume denn jetzt nun hier ganz, ganz alt werden und welche irgendwo zwischendurch verloren gehen müssen, damit dann genügend Platz für ganz viele also vergleichsweise viele alte große Bäume, etwa 80 bis 120, je nachdem was für eine Baumart, pro Hektar immer gerechnet, da dann überhaupt an Platz zur Verfügung steht. So, und die entwickeln sich weiter.
weiter, differenzieren sich weiter aus. Der Wald wird älter, es stirbt immer mal wieder zwischendrin jemand ab. Aber das Kronendach bleibt außerordentlich dicht geschlossen, bis auf ein paar spezielle Waldtypen, wo dann Pflanzen aufkommen, die unter einem geschlossenen Kronendach einer schattwerfenden Baumart überleben können. Zum Beispiel Ilex aquifolium, Stechpalme oder die Eibe, Taxus baccata hatten wir eben schon. Die kriegen das hin, die Weißtanne ein Stück weit, Abies alba kriegt das auch hin. Aber wenn die nicht anwesend sind, aus verschiedensten Gründen, es gibt natürlich Ökosysteme, da sind sie drin, es gibt welche, da sind sie nicht drin, dann kann es durchaus sein, dass gerade wenn wir uns jetzt einen Buchenwald angucken, wir bis zu diesem Zeitpunkt nie irgendwelche kleinen jungen Bäumchen am Boden haben, sondern das bleibt immer alles kahles Land unten drunter. Erst wenn langsam, so im Bestandesalter 200 aufwärts, die ersten Schwächeerscheinungen bei den Altbäumen, die ja alle mehr oder weniger gleich alt sind, auftreten. Erst jetzt reißt die Kronendecke zum ersten Mal auf, seit sie sich geschlossen hat. Es kommt Licht auf den Boden, das Wachstum von jungen, neuen Bäumchen wird ermöglicht, neue, junge Bäumchen kommen durch und wir kriegen jetzt zum ersten Mal in der ganz natürlichen Buchenwaldentwicklung einen zweischichtigen Bestand. Davor war das immer ein einschichtiger Reihenbestand. Bestand wohlgemerkt, weil die Buche Konkurrenz durch andere Bäume so gut wie nicht zulässt. Das ist bei der so. Biologisch, natürlich, 100% unbeeinflusst durch uns, ist das die natürliche Buchenwaldentwicklung, so wie gerade geschildert. So, und jetzt erst, wenn nach 200 Jahren so langsam ungefähr das Sterben ganz langsam losgeht oder Vitalitätsnachlässe in den Altbäumen festzustellen sind. Die müssen ja noch lange nicht sterben. Die können noch 100 Jahre lang mit nachlassender Vitalität leben. Aber es kommt langsam Licht auf den Boden. Jetzt erst kriegen wir einen mehrschichtigen Bestand. Der kann einschichtig, zweischichtig, dreischichtig, vielleicht vierschichtig werden. Und spätestens, wenn er dann vierschichtig geworden ist, dann befinden wir uns ziemlich weit hinten in der Waldentwicklungsphase bei Buchenwäldern im Bereich 250 Jahre ungefähr. In der sogenannten Plenterwaldphase. Und das ist nun das, was man mit einem Dauerwald künstlich erschaffen möchte. Ja? Wir haben genügend Löcher in der Krone bekommen durch nachlassende Vitalität der ganz Alten, dass verschiedene, und diese Löcher existieren schon lange genug, dass wir neben der ursprünglichen Generation ganz oben eine Generation darunter haben, die von mir aus 50 Jahre alt ist, darunter eine Generation haben, die von mir aus 20 Jahre alt ist und darunter eine Naturverjüngung haben, die einem bis zum Knie reicht und 2-3 Jahre alt ist. Ja? Und sowas wäre jetzt ein Plenterwald. Viele Junge, ja? die kniehohen Dinger, davon stehen da, sagen wir mal, 15.000 pro Hektar. Die mannshohen Bäumchen, ja? so Übermanns hoch, 3-4 Meter, sowas um den Dreh. Da stehen da von mir aus 5.000. Von denen, die dann wirklich schon richtiger Baum sind, 50 Jahre alt und unter den alten Buchen stehen, davon stehen da meinetwegen 300, 400. Ja? Und oben drüber noch 60 bis 80 kapitale Altbuchen. So, und diese Phase, das ist der Dauerwald, das ist der Plenterwald und das kann man künstlich aufrechterhalten, indem man eben schon frühzeitig für Lichteinfall sorgt, der natürlich erst sehr spät in der Waldentwicklung passieren würde. Was passiert, wenn wir im Plenterwald nichts tun, in der Plenterwaldphase? Was passiert, wenn das Wald sich selbst überlassen bleibt, naturbelassen bleibt? Naja, irgendwann werden die Altbuchen noch kahler. Und die Altbuchen werden irgendwann in der Alters- und Zerfallsphase sterben, ja, weil sie alt sind. Ist so. Und dann kippen die um. Ja, und wenn die umkippen, dann stirbt eine alte, kapitale, riesige Buche mit gigantischer Krone, gegebenenfalls noch übriger gigantischer Krone, niemals alleine. Die kracht als schwerer Baum mit schwerem, wassergetränktem Holz mit einer Gewalt zu Boden, dass sie auch riesige Löcher in ihre Nachbarn reißt, die entweder mitreißt oder denen große Äste abreißt und es kommen große Löcher vor und gegebenenfalls gibt es einen Domino
Domino-Effekt, dass wirklich zwei, drei Altbuchen auf einmal umfallen. Und jetzt müssen wir wissen, die fallen nicht von einem Tag auf den anderen jetzt plötzlich um, weil sie dummerweise 350 geworden sind und in dem Moment macht es zack, sondern es gibt meistens noch einen äußeren Reiz, der dieses Umfallen hervorruft. Und das kann sein ein Sturm, ein Naschneeereignis im Winter, ein in Kombination mit Sturm, prinzipiell ein Blitzeinschlag, viele Blitzeinschläge in der Umgebung. Und wie gesagt, wenn einer fällt, fallen häufig noch andere. Die anderen sind ja eh auch schon alt und auch schon morsch und wir kriegen wieder ein neues Loch im Wald. Wie groß dieses Loch ist, hängt von der Ursache ab, die es verursacht hat. Aber es ist meistens mehr als nur ein Baumdurchmesser, der da entsteht. So, und auf dieser Fläche, wo die alten Buchen wirklich völlig zusammengestürzt sind und zusammengebrochen sind, kommt jetzt volles Licht auf den Boden. Und volles Licht im Buchenwald will die Buche nicht haben. Damit kommt die nicht zurecht und auf dieser kleinen bis mittelgroßen, je nachdem, was den großen Ausfall des Waldes verursacht hat, Fläche, herrscht Freilandklima. Quasi das, was wir haben, wenn wir einen Kahlschlag machen würden. Aber bei uns gibt es da ja gar nicht in dem Szenario. Und in diesem Freilandklima kommen jetzt sämtliche Pflanzen und Tierarten vor, die in einer ansonsten geschlossenen Waldlandschaft darauf spezialisiert sind, die kurzfristig mal vorhandenen Freiflächen zu besiedeln. Zum Beispiel Digitalis purpurea, der allseits beliebte rote Fingerhut. Tödlich giftig, aber wunderschön. Vögel, die nur da leben können, wie der Ziegenmelker. Diverse kleinere Pflanzen, die nur da leben können. Und dann irgendwann auch wiederum Bäume, die überhaupt erst in der Lage sind. Jetzt haben wir ja so getan, es wäre von Anfang an im Buchenwald gewachsen. Das ist ja gar nicht so für den Anfang meiner Aufzählung hier. Sondern die Initialwaldphase, das macht gar nicht die Buche, weil die auf der Freifläche bei vollem Licht ja gar nicht richtig wachsen kann. Da kommt die nicht mit zurecht. Buche kann fast alles, aber Sonne ist ein Problem. Ja? Als kleiner Baum, gleich volles Licht, 360 Grad Licht aus allen Richtungen, das geht natürlich gar nicht, aber jetzt übertreiben wir mal ein bisschen, das mag die junge Buche überhaupt nicht. Stattdessen die Birke. Ja? Und die Birke ist halt eben so ein Zwischendurchbaum. Die Birke wird 80 Jahre alt, stirbt dann wieder ab, beziehungsweise wird von der jungen Buche, die unter der Birke heranwächst, weil unter der Birke ist es schattig genug, dass die Buche schon wieder wachsen kann, aber auch noch nicht so schattig, dass die Buche nicht wachsen kann, wie in einem jungen, geschlossenen Buchenwald. Das hatten wir auch eben durchexerziert. Und jetzt kann unter der Birke die Buche wieder ranwachsen und das ganze Spielchen geht von vorher los. Wir kriegen also einen Initialwald. Nach der Initialphase langsam auch schon im Baumartenwechsel, weil die ersten Buchen erst dann keimen können, wenn die Birke, sagen wir mal, 4,50 Meter hoch ist, Minimum. Und die Birke wird irgendwann überwachsen. Wie gesagt, das Ganze geht von vorne los. Ja? So, behalten wir die Plenterphase durchgehend bei, dann gibt es Probleme. Ja? Erzeugen wir einen künstlichen, ewigen Plenterwald, einen ewigen Dauerwald, können diese natürlichen Prozesse alle nicht stattfinden. Das heißt, wir haben statt all dieser Phasen, die der Wald durchläuft, mit ihren angepassten Tier- und Pflanzenarten, die zusätzlich in diesen Phasen vorkommen, haben wir nur noch auf der gesamten Fläche überall Plenterwälder. Und damit gehen alle anderen Phasen der natürlichen Waldentwicklung quasi verloren. Wenn wir wirklich sagen würden, wir machen auf Teufel komm raus Dauerwald per excellence und nur und ausschließlich. Das will ja keiner. Ne? Das ist natürlich nur eine theoretische Idee. Aber ja, letztendlich würde es darauf hinauslaufen. Jetzt habe ich gesagt, Klimax-Mosaik-Theorie ist diese natürliche Abfolge der Waldtypen, wie wir sie gerade beschrieben haben, der Waldentwicklungstypen. Wichtig dabei, das habe ich jetzt noch nicht groß erwähnt, ist das Mosaik. Wer das also vermisst hat, das kommt jetzt. Weil unser alter Buchenwald stirbt durch irgendeine Ursache auf einer gewissen Fläche ab. Ja, die alten Buchen brechen zusammen, es kommt da Licht hin. Nebendran muss das noch lange nicht der Fall sein. Nebendran muss der Wald auch nicht genauso alt sein, sondern weil jeder natürliche Buchenwald irgendwann mal aus einer Kahlfläche mit Birkenvorwald zum Beispiel entstanden ist und das mal hier im Jahre 1837 passiert ist und auf der nächsten Fläche erst 1845, haben die immer, oder meinetwegen 1912,
weil bis dahin stand da noch ein alter Buchen-Eichen-Mischwald aus Pleistozän oder was auch immer. Quatsch. Aber ja, das kann völlig zu unterschiedlichen Zeiten passieren. Deswegen können die einzelnen Phasen der natürlichen Waldentwicklung da drüben Buchenwald in der Plantarphase, hier Buchenwald in der Initialphase, hier Buchenwald gerade beim Kronenschluss im Stangenholz und so weiter. Das kann völlig wild verteilt durcheinander existieren. Die einzelnen Mosaikteilchen in diesem Mosaik können unterschiedlich groß sein. Quadratkilometer, ein halber Hektar, ein A, völlig egal. Kleinräumig, großräumig, rund, eckig. Sternenförmig, sucht euch was aus. Ein wildes Durcheinander kleiner Mosaiksteinchen verschiedener Waldentwicklungstypen. So, und jetzt kommt ja noch erschwerend dazu, dass nicht jeder Boden gleich ist und nicht auf jedem Stückchen Boden unseres deutschen Ökosystems, also die Fläche, die heute Deutschland ist. Der Natur ist das scheißegal, wer hier gerade das Sagen hat, politisch oder nicht. Ja, das ist ja nochmal ganz deutlich unterteilt in Hang, in Gipfel, in am Fluss, der Fluss selber. Ja, da wächst zum Beispiel kein Baum im Wasser, jedenfalls nicht im Fließwasser. Und Moor, ja, Bergkuppe, unterschiedlich je nachdem wie hoch die ist und so weiter und so weiter. Zig verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für zig verschiedene Waldökosysteme, die sich im Detail dahingehend unterscheiden, dass sich irgendwann auch die Baumartenzusammensetzung verändert, die Buche irgendwann nicht mehr alles dominiert und dann die ganzen anderen Baumarten überhaupt erst ins Spiel kommen. Die Eiche, die Kiefer. Es gibt natürliche Kiefernwälder in Deutschland. Die sind scheiße selten, aber es gibt sie. Ja, weil ganz alles ganz, ganz mies ist, kommt langsam irgendwann tatsächlich auch natürlich die Kiefer ins Spiel. Natürliche Kiefernwälder zum Beispiel um Nürnberg, im Nürnberger Reichswald im sogenannten. Und ne, die Erle am Bach, die Weide am Bach. Und wenn wir jetzt in die Berge wollen, hier in meinen Schwarzwald, ich hocke hier inzwischen schon in der Tannenzone, dass da hinten also dieser Nadelholzreinbestand ist, das ist schon nicht so toll. Aber der ist Tanne, die ist hier heimisch, wir sind hoch genug. Tanne ist hier durchaus eine vertretbare Baumart, die dann irgendwann dazukommt ins Baumartenportfolio. Wir hocken hier auf circa 500 Metern. Da kann man schon langsam, da ist schon okay. Ja, also kann man sich natürlich kloppen, ob sie nicht erst vielleicht bei 550 oder 600 Metern dazukommt. Manche sagen, bei 450 passt auch schon. Aber grob passt's. Ja? Fichte wiederum, da sind wir noch nicht hoch genug. Da müssten wir jetzt noch ein paar Berge weiter bis zur Hornisgrinde. Das ist im Nordschwarzwald der einzige Berg der natürlichen Fichtenwald obendrauf, meiner Meinung nach, hätte. Aber da kann man sich jetzt auch wieder wissenschaftlich streiten, ob es dafür schon reicht oder noch nicht. 1100 Meter. Geht es da mit der Fichte im Schwarzwald schon los? Ja, nein, vielleicht. Schwierig. Da auf dem Gipfel gleichzeitig noch ein Hochmoor ist, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ja, ne? Also ihr seht, es ist kompliziert. Und diese enorme Vielfalt verschiedener Waldentwicklungstypen nebeneinander, verschiedener Baumarten, je nachdem wie die Standortbedingungen, Hang, Gipfel etc., nass, nicht so nass, super trocken und so weiter sind, entstehen sehr, sehr vielfältige Ökosysteme in Form von kleinen Mosaiksteinchen in unterschiedlichen Altersphasen und unterschiedlicher Durchmischung der jeweiligen Waldtypen, je nachdem aus welcher Baumart, in welchem Ökosystem und so weiter und so fort. So, und ich erzähle das deswegen so lang und breit, weil wir uns klar machen müssen, dass die Idee eines Rechtecks, Quadrates mit Fläche Nummer 1, Fläche Nummer 2, Fläche Nummer 3 und immer so weiter bis Fläche 100 und jedes Jahr eine Fläche kahlschlagen und so weiter und so fort, ist so strukturiert und blöd, das einem erscheinen mag, im Chaos, das die Natur zu sein scheint, ist im Grunde ein Altersklassenwald, der so natürlich auch vorkommt. Nur normalerweise sind die einzelnen Täfelchen nicht schön durchnummeriert, sondern völlig durcheinander. Sie sind auch nicht rechteckig und sie bestehen auch nicht alle nur aus Fichte. Aber ein Altersklassenwald in verschiedenen Waldentwicklungsphasen, und die gehen natürlich auch nicht nur bis 100, sondern bis 350, je nach Baumart auch bis 1000, ja, oder wenn wir uns aus Kalifornien angucken, bis 2000 und so weiter und so fort. Da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten, verschiedenste Einzelfälle. Aber der Altersklassenwald per se ist viel besser als sein Ruf und ist erheblich näher dran von der Grundidee her an der Klimax-Mosaik-Theorie,
als es die Grundidee des Dauerwaldes ist, der ständig auf der gesamten Fläche, wenn man ihn da tatsächlich überall verwirklichen würde, in ein und derselben Waldentwicklungsphase mit mehr oder weniger überall einer vielfältigen, aber mehr oder weniger auch in der krassesten Form derselben Baumartenmischung existiert. Und wir haben keine Alt- und Totholzphase, damit auch keine Alt- und Totholzbewohner. Die haben wir im Altersklassenwald natürlich auch nicht, weil es dann maximal bis 100 geht und dann kein Baum mit 100 in die Alt- und Totholzphase kommt, außer vielleicht die Birke, und die zählt nicht, weil viel zu schnell weg. Also ich sage nicht, dass das gut ist. Der klassische Altersklassenwaldaufbau mit Fichte ausschließlich ist scheiße, keine Frage. Ja? Aber man muss sich klar machen, die Dauerwaldidee ist genau so ein Forst, ist genau so künstlich, erstmal ohne Modifikationen, wie das der Altersklassenwald ursprünglich gewesen ist. Ich hoffe, das war einleuchtend und nachvollziehbar. Es handelt sich hier nicht, und da kommen wir jetzt zurück zur naturgemäßen Waldbewirtschaftung, zum Arbeitskreis naturgemäße Waldbewirtschaftung, es handelt sich hier eben nicht automatisch um naturgemäß. Aber der ANW ist trotzdem super, und dazu jetzt der nächste Voice-Over-Beitrag, weil der ANW hat neben der grundsätzlichen Idee, dass ein Dauerwald möglich ist, diverse Modifikationen an Möllers ursprüngliche Ideen im Laufe der Jahrzehnte hinzugefügt. Und was die heute unterm Dauerwald verstehen, das ist sehr, sehr klasse, und ich habe nur ganz wenige Kritikpunkte, die ihr jetzt zu hören bekommt. So, zu den Grundsätzen der ANW und jetzt erstmal der ökonomischen Grundsätze. Ich lese jetzt hier nicht jeden vor, lediglich die, die so richtig wichtig sind, meiner Meinung nach. Das entsprechende Prospektchen, in dem das so sehr schön drin steht, wo auch noch viel mehr Interessantes drin steht, wer sich dafür interessiert, findet ihr unten verlinkt und einfach auch als Quellenangabe, ne? Damit hier nicht der Eindruck entsteht, das sei meine Idee, was ich hier zeige, sondern das habe ich beim ANW quasi jetzt geklaut, um es zu zitieren. Laut ist natürlich mit großen Anführungszeichen zu verstehen, ist alles legal. Gut, erster Punkt, Entwicklung maximaler Ökosystemstabilität durch Aufbau standorttypischer strukturreicher Mischbestände. Ist ein wichtiger Punkt, weil da steht nicht Dauerwald, da steht standorttypische strukturreiche Mischbestände. Das ist häufig Dauerwald im Resultat, aber es ist keine Fixierung auf den Dauerwaldbegriff und keine Fixierung auf plänterwaldartige Bestände. Es darf auch mal ein strukturreicher, standorttypischer Mischbestand sein, der kein Dauerwald ist. Das ist nicht vorgeschrieben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Die ANW hat diesbezüglich dann so ein bisschen dazugelernt. Ursprünglich haben sie wirklich so eine Fixierung auf den Dauerwald, zumindest in der Praxis, gehabt. Und das ist schön, das finde ich großartig, wirklich ganz, ganz wichtig, dass das eben heute ein bisschen flexibler gehandhabt wird. Ja, es gibt halt eben Situationen, in denen der Dauerwald nicht immer die beste Option ist. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. So, Verzicht auf Kahlschlag und Räumung. Verzicht auf Kahlschlag unbedingt, keine Frage. Räumung, jetzt muss ich das nochmal ein bisschen erklären. Räumung bedeutet, dass man einen Wald kahlschlägt, aber der Wald vorher abgestorben ist oder so gut wie abgestorben ist. Soll heißen, ein Fichtenreinbestand wird vom Käfer gekillt, die Bäume sind so gut wie tot oder schon wirklich komplett tot, und den fällt man jetzt vollständig, weil man das Käferholz kurzfristig und schnell entfernen möchte, damit sich der Käfer nicht weiter ausbreitet. Das Resultat ist letzten Endes das gleiche wie ein Kahlschlag, nur ist der Grund ein anderer. Hier ging es darum zu verhindern, dass der Käfer sich weiter ausbreitet und das Holz schnell zu entfernen, indem sich der Käfer ausbreiten kann. Ja? Und die Räumung hinterlässt zwar ein Loch im Wald, aber es sind nur quasi sowieso schon tote Bäume entfernt worden. Bedeutet, wenn du keine Räumung durchführst, steht da ein toter Wald. Wenn du keinen Kahlschlag durchführst, steht da weiterhin ein Wald. Das ist ein großer, großer Unterschied. So, und so eine Räumung ist manchmal notwendig, wenn man noch Fichten- bzw. Nadelwaldreinbestände hat. Aber da wenn man den Grundsätzen der ANW folgt, eine großflächige Räumung gar nicht mehr notwendig ist, weil großflächige Nadelwälder gar nicht mehr da sind, dann kann man auch auf eine Räumung grundsätzlich verzichten, weil wenn mal überhaupt eine notwendig in Anführungszeichen sein sollte, dann nur so kleinräumig, dass das keine Rolle spielt.
Gut, dann gilt der Grundsatz Wald vor Wild. Das ist ein klein wenig radikal, das ist jetzt schon wieder das falsche Wort, aber so ein bisschen in die Richtung, dass man sich hier eindeutig hinstellt und sagt, wenn so viel Wild da ist, dass unser Wald nicht richtig wächst, dann ist zu viel Wild da und dann ist das Wild entsprechend anzupassen. Auf gut Deutsch, wir müssen mehr schießen. Ja. Das muss nicht zwingend immer durch Abschuss erfolgen, aber in der Praxis ist es zumindest bisher so, dass Wald vor Wild immer bedeutet hohe Abschusszahlen, hohe Entnahmezahlen, geringe Wildbestände, die angestrebt werden auf der Fläche. Was heißt geringe? Gering heißt so viel Wild, dass der Wald noch gut wachsen kann, aber eben auch noch Wild vorhanden ist und man hin und wieder trotzdem mal noch ein Reh sieht und eine weitere Bejagung auch weiterhin möglich ist. Das heißt, der Jäger ist nicht arbeitslos, weil man alle Rehe geschossen hat. Wie gesagt, ist radikal, wird einigen Leuten sauer aufstoßen, stößt auch einigen Leuten sauer auf, die eine vorsichtigere Bejagung des Wildes bevorzugen würden und nicht so ein, oh, wenn sich irgendwas aus dem Gebüsch traut, wird es geschossen, Vorgehensweise. Worauf es hier hinausläuft, wenn man wirklich radikal, in Anführungszeichen, Wald vor Wild verfolgt. Ja? Also es kann in diese Richtung gehen. Auch hier kommt es natürlich immer darauf an, das gilt grundsätzlich bei allen ANW-Wäldern, wie das räumlich aktuell vor Ort jeweils ausgelegt wird. Da ist schon nochmal ein gewisser Spielraum. Ne? Also man darf das nicht so sehr verallgemeinern. Es kommt immer auf den Wald vor Ort an und das ist auch sehr wichtig und sehr gut so. So, Vorratspflege als dauerhafter Prozess zur Optimierung von Qualität, Zuwachs, Vitalität. Wertvolle Einzelbäume. Letzteres ist wichtig, wertvolle Einzelbäume. Das heißt, das Ziel eines ANW-Waldes ist in letzter Instanz immer Wertholz zu produzieren, nicht Massensortimente. Die fallen, wenn überhaupt, dann nur zusätzlich und so ein bisschen nebenbei an. Soll heißen, Holz, das nur für Spanplatte taugt oder für Dämmstoffmatte oder sowas in die Richtung, wird es gezielt nicht geben, sondern nur so als Zufallsprodukt so nebenbei. Stattdessen deutliche Fokussierung auf Bauholz, Konstruktionsholz, Möbelholz oder sogar Furnierqualitäten, dass man dann Schälfurnier draus machen kann und solche Sachen. Das wird für die deutsche Wirtschaft, falls wir mal eine ANW-Fokussierung im Wald haben sollten, was gar nicht so schlecht wäre, meiner Meinung nach, dann wird das bedeuten, dass wir uns wirklich darum kümmern müssen, wo wir denn dann noch geringwertigeres Holz für, ich sag mal, geringwertigere Holzprodukte herbekommen, weil nochmal, das ist dann nur noch ein Nebenprodukt und fällt nicht mehr in großer Zahl an. Und spätestens, wenn das deutschlandweit der Fall sein sollte, bedeutet das auch, dass Brennholz noch mal knapper wird, als es ohnehin schon ist. Das wird dann noch seltener anfallen. Ja, jetzt kann man sogar so weit ausholen, dass eine Reduktion von Leuten, die mit Holz heizen oder zumindest keine weitere Ausbau des Heizens mit Holz, zum Beispiel durch ein Verbot von Holzheizungen in Neubauten, ist eine mögliche Maßnahme, jetzt, ob das gut ist oder schlecht in der Form, wie das der Herr Habeck vorgeschlagen hat. Da kann man sich jetzt nochmal drüber streiten, ja. Aber irgendwie werden wir, wenn wir dann einen ANW-Wald in der Zukunft bevorzugen, dann auch eine Möglichkeit finden müssen, wie Deutschland mit weniger Brennholz klarkommt. Ja, das wird dann knapp werden. Das ist so. Ja. Und das nur kurz an dieser Stelle zur aktuellen politischen Situation. So, Förderung standortgerechter Baumarten, also an Buchenwald die Buche, im Tannenwald die Tanne, etc. Das ist relativ einleuchtend, ne? Berücksichtigung kleinstandörtlicher Unterschiede ist auch ein ganz wesentlicher Faktor. Das heißt, wenn 10 Meter nebendran eine Senke im Boden ist, dann wird man in dieser Senke möglicherweise andere Bäume fördern oder anders bewirtschaften, als wenn da keine Senke ist. Das heißt, kleinstandörtliche Unterschiede werden nicht ignoriert
Ja, sondern eben berücksichtigt. Wichtig, ja. Ganz modern, ganz toll. Und das ist wirklich naturgemäß. Also da trägt die ANW das naturgemäß sehr wohl zurecht im Titel. Würde sie sich einfach nur auf Dauerwald fokussieren, was sie ja nicht mehr tut, früher mal so ein bisschen, ne? Dann müsste man dieses naturgemäß, wie ich ja schon auch so ein bisschen ansatzweise getan habe, durchaus anzweifeln. Aber das ist halt nochmal nicht mehr der Fall. So. Naturverjüngung wird bevorzugt, Selbstdifferenzierung wird bevorzugt. Das bedeutet, die Bäume können sich selber gegenseitig umbringen und der, der am Ende übrig bleibt, ist der, der auch am wirtschaftlich interessantesten ist. Und ja, die gentechnisch veränderten Ausschluss davon, das ist auch eine sehr, sehr gute Idee, weil Gentechnik im Forst derzeit eine total bescheuerte Idee wäre, muss man so deutlich sagen. So, ne? Also insgesamt ist das doch ein sehr, 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 sehr vernünftiges Programm, und ich bin ein großer Fan dieser ANW-Wälder. Aber das waren jetzt natürlich alles die ökonomischen Grundsätze, ja? Nicht die ökologischen, weil das spielt natürlich bei naturgemäßer Waldbewirtschaftung auch eine riesige Rolle. Und da finden wir jetzt eben die Sachen, die in einem reinen Dauerwald, ohne weiter drüber nachzudenken, fehlen würden, die hier halt eben sehr wohl auch berücksichtigt werden. Integration von Naturwaldelementen in naturgemäßer Waldwirtschaft heißt, es darf immer mal wieder zwischendrin, und da steht die jetzt auch mehr oder weniger immer mal wieder angedeutet, eine kleine Fläche geben, die einfach gar nicht bewirtschaftet wird. Die Terminal- und Zerfallsphase wird zugelassen. In einem reinen Dauerwald gäbe es die nicht, die existiert da drin nicht. Hier lässt man also absichtlich ein paar Flächen alt werden, damit es eine Terminal- und Zerfallsphase überhaupt gibt. Bedeutet, die Bäume von alleine sterben dürfen und die ganzen Tiere, die in sterbenden Bäumen leben oder in bereits gestorbenen Bäumen leben, die haben dann daraus eben einen außerordentlich großen Vorteil. Ja, die Bodenfruchtbarkeit erhalten, das nennt man starke Nachhaltigkeit. Ja, eine schwache Nachhaltigkeit würde bedeuten, dass man nur beim Holz nachhaltig ist und bei der Menge des Holzes, die man pro Zeitraum entnimmt. Wenn man dabei aber trotzdem zu viele Nährstoffe aus dem Boden entfernt, das kann durchaus mal passieren, dann wäre es auf die Dauer dann doch nicht nachhaltig. Zwar entnimmt man immer nur so viel Holz, wie nachwächst, aber in 1000 Jahren wächst da kein Holz mehr nach, weil man zu viele Nährstoffe aus dem Boden entnommen hätte. Also die Grundidee. Und das ist hier also ganz, ganz wichtig. Und das wird erreicht durch das Belassen von Totholz und Verzicht auf Holznutzung unterhalb der Derbholzgrenze. Also alles, was dünner als 7 cm ist, bleibt im Wald. Das bedeutet, Hackschnitzel sind nahezu ausgeschlossen. Also auch hier wieder eine deutlich geringere Brennholzmenge. Verbrennbares Holz allgemein, die im Wald anfallen würde, und einfach die Tatsache, dass der Wald uns nicht mehr so sehr mit Brennholz versorgen kann, wie wir das bisher gewöhnt sind, wenn wir dann mehr auf eine solche ökologische Waldwirtschaft setzen würden. Ja, Holzernte und Rückung zu Zeiten und mit Verfahren bestmöglicher Bestandes- und Bodenschonung, das ist halt schon so ein kleines bisschen bestmöglich. Ja, was ist das? Also man gibt sich große Mühe, da keine großen Löcher in den Wald reinzureißen, aber Rückgassen werden genutzt. Und wenn halt viele notwendig sind und es nicht anders geht, dann nimmt man halt auch ein paar mehr Rückgassen in Kauf. Aber man versucht das auf ein Minimum zu reduzieren, und mehr bedeutet diese Aussage eigentlich ja auch nicht wirklich. Förderung von ökologisch wichtigen und seltenen Baumarten heißt etwas, was gerne auch als Minderheitenschutz übersetzt wird und in der Praxis gerne so genannt wird. Hast du irgendeinen Baum dastehen, der in absoluter Minderheit vorhanden ist, dann lässt du ihn auch stehen, wenn es irgendwie möglich ist, dass man ihn eben nicht fällt. Soll heißen, irgendwo steht ein Sorbus aria, eine Mehlbeere, mitten im Buchenbestand, was unwahrscheinlich wäre, aber dann ist die zu fördern bzw. zu erhalten, einfach weil sie da ist und man die Biodiversität durch das Vorhandensein seltener Baumarten eben fördern möchte. Tolle Sache.
Ökosystemfremde Stoffe sollen nicht ausgebracht werden. Das beinhaltet auch Dünger. Das ist ein bisschen interessant, weil zum Beispiel die Waldkalkung, wie sie stattgefunden hat, die auch durchaus hilfreich gewesen ist und positive Aspekte auf die Waldentwicklung gehabt hat. Waldkalkung in den 90er Jahren ungefähr relativ häufig durchgeführt. Das wäre dann auch ausgeschlossen. Ist in einem Wald, der so bewirtschaftet wird, wie hier vorgeschlagen, aber wahrscheinlich auch nicht mehr notwendig. Daher ist das ein kleines Übel. Genetische Vielfalt wird über Naturverjüngung gesichert. Naturverjüngung ist das Beste, was man überhaupt machen kann. Naturverjüngung absolut nonplusultra, keine Frage, definitiv sinnvoll. So, Bäume werden nach ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktion bewertet und entsprechend behandelt. Der historische Leitsatz, das Schlechte fällt zuerst, das Gute bleibt erhalten, wird entsprechend weiterentwickelt. Ökologische Wertleistung oberhalb der Sozialpflichtigkeit sollen betriebsindividuell bewertet und zum Anreiz honoriert werden. So, das bedeutet, also zunächst mal, das Schlechte fällt zuerst, das Gute bleibt erhalten, dass man eben auch die ökonomische Bekenntnis zur Wertholzproduktion hier auch weiterdenkt. Das heißt, jeder Baum, der irgendwann mal schlecht für das Gesamtwaldbild sein könnte, weil er zum Beispiel zu viele Äste hat, weil er eine zu große Krone hat und alle anderen Bäume drunter leiden müssen, da könnte man dann überlegen, ob man den dann entnimmt und als was Schlechtes in Anführungszeichen behandelt. Während nebendran eben Bäume stehen, die, wenn sie länger noch wachsen können und länger ungestört wachsen können, ohne von dem Schlechten beeinträchtigt zu werden, dann kann das sinnvoll sein, also den dickeren Baum mal zuerst rauszunehmen. Also nicht zuerst die, ja, ne, also den deutlich dickeren Baum mal zuerst rauszunehmen. Das nur mal so als ein Beispiel, wie das in der Praxis jeweils gehandhabt wird, ist schwierig. Und hier steht ja auch nicht umsonst, dass dieser Grundsatz entsprechend weiterentwickelt wird. Wenn also ein zusätzlicher Wissensgewinn stattfindet, und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil des ANW, dass die sich nicht von neuen forstwissenschaftlichen Erkenntnissen verschließen und auch eine durchaus große Entwicklung durchgemacht haben. Die ANW gibt es, glaube ich, seit 1945. 40 mehr oder weniger, also seit nach dem Krieg halt. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ökologische Wertleistung oberhalb der Sozialpflichtigkeit sollen betriebsindividuell bewertet und zum Anreiz honoriert werden. Das haben wir tatsächlich derzeit schon auf politischer Ebene ein Stück weit durchgesetzt, durch die 100 Euro, die man bei besonders naturgemäßer Waldbewirtschaftung beantragen kann, weil der Wald eben für das Gemeinwohl einen Beitrag leistet. Das war so eine Idee, die vom aktuellen Landwirtschafts- bzw. Forstministerium, also namentlich vom Herrn Özdemir, durchgesetzt worden ist. Ja, den Mann muss man nicht mögen, aber die Idee ist klasse. Und das sorgt auf jeden Fall für eine gewisse Honorierung dessen, dass man seinen Wald besonders ökologisch wertvoll und biodiversitätsreich zum Beispiel bewirtschaftet. So, also ich hoffe, auch wenn das jetzt lang und einiges gewesen ist, es wird deutlich, der ANW ist eine tolle Sache. Ich bin da ein großer Fan von und er ist auch wissenschaftlich anerkannt. Er ist sogar Bestandteil des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, wenn es um Waldfragen geht. Da sitzt also der ANW mit drin. Sicherlich sollte man nicht immer und 100%ig überall nur ANW-Maßstäbe ansetzen, weil dazu kommen wir jetzt gleich. Ja, zurück zum Ben vor Ort, diesmal mit Sonne. Wo kommt die auf einmal her? Naja, jedenfalls möchte ich noch einen wesentlichen Punkt, denn ich habe ja den inneren Tüxen freien Lauf gelassen, erwähnen. Und wenn man dem freien Lauf lässt, dann kommt er früher oder später mit der potenziell natürlichen Vegetation um die Ecke. Das machen wir Tüxen so seit 3 Generationen. Und also ja, eigentlich seit 2 Generationen erfunden hat die dritte, also mein Großvater. Und da steht drin, dass mehr oder weniger, wenn man nichts tut, sich die Vegetation immer zu einer bestimmten Struktur entwickelt, die für den Standort, auf dem man sich befindet, typisch ist. Ja? Also bei Natur einfach ihren Lauf lassen, entwickelt sie sich unter den gegebenen Standortbedingungen,
sprich auf einem Parkplatz zu einer Ruderalfläche mit allenfalls nach 100 Jahren den ersten Birken, die dann, oder ja, sagen wir mal nach 50 Jahren die ersten Birken, die da durch den Asphalt brechen und so weiter und so weiter. Lässt man eine Waldfläche, beliebigen Waldboden, macht einen platt und macht hinterher nichts, dann findet eben genau diese Waldentwicklung von Birke zu Buchenwald, zu alten Buchenwald, der bricht wieder zusammen, Birke vergeht wieder los, junger Buchenwald drunter, alles wieder von vorne und so weiter, dann findet halt das eben statt. So, und daran kann man sich grob als Konzept orientieren, wenn man wissen möchte, wie würde denn eine natürliche Umwelt hier aussehen unter den gegebenen Bedingungen, die jetzt hier gerade eben herrschen. Und das nennt man potenziell natürliche Vegetation. Also die ausgedachte bzw. vorgestellte, konstruierte natürliche Vegetation im Endstadium, die hier existieren würde, wenn sie dann da wäre. Und wenn man das Konstrukt nimmt und es mit der Realität vergleicht, hat man einen schönen Wert für Naturnähe oder Naturferne einer Landschaft, eines Ökosystems. Und hier kommt jetzt nochmal der Dauerwald ins Spiel, weil die Grenzen auch der ANW-Dauerwald-Idee liegen da, wo man jetzt sagt, dass man die schöne Baumartenvielfalt in Dauerwaldbewirtschaftung und so weiter und so fort auch dort einsetzen möchte, also sprich einen wunderbaren und tollen Forst dort einsetzen möchte, wo noch ein Wald vorhanden ist. Ja? Und ihr wisst hoffentlich, der Unterschied zwischen Wald und Forst liegt im Grunde in der Bewirtschaftung. Ein Wald hast du dann, wenn es ein unbewirtschaftetes Waldökosystem ist. Ein Forst hast du dann, wenn es ein bewirtschaftetes Waldökosystem ist. Das kann ein gut bewirtschaftet oder ein schlecht bewirtschaftetes System sein. Es bleibt ein Forst. Ja, das ist auch prinzipiell erstmal völlig egal, ob man das Forst oder Wald nennt für die Praxis. Aber da das ja häufig vielen Leuten wichtig ist, zu sagen, das ist gar kein Wald, das ist ein Forst, das gilt immer auch im Dauerwald, immer. Ja? Wenn man jetzt also sagt, wir haben irgendwo noch ein Galio- oder Rati-Vergetum Typicum rumstehen. Das ist der Waldmeister Buchenwald in der typischen Ausprägung. Eine Buchenwaldgesellschaft, wie sie seit circa 3000 Jahren bei uns vorkommt. Und eine mögliche Form für einen deutschen Urwald, den es so natürlich nicht mehr gibt, den es aber wieder geben könnte, wenn man einen solchen Waldmeister Buchenwald 350 bis 400 Jahre in Ruhe lässt. Ja, dann hätte man da im Grunde wieder einen quasi Urwald, davon abgesehen, dass wir Menschen natürlich die gesamte Atmosphäre und jedes Stückchen Boden auf dem Planeten beeinflusst haben, dadurch, dass wir die Atmosphäre beeinflusst haben, welche wiederum jedes bisschen Boden beeinflusst. Ja, im Übrigen die Weltmeere natürlich auch und so weiter und so fort. Daher wird es einen Urwald nie wieder geben können, weil wir ja alles beeinflusst haben, was irgendwie mit der Atmosphäre in Verbindung kommt. So, wie dem auch sei, wir würden so nah rankommen, wie nur geht, wenn wir da eben dann dieses Galliodorati-Vergetum, den Waldmeister Buchenwald, da schön entstehen lassen. So, und wo noch ein solcher steht, ein Buchenreinbestand letzten Endes, der aufgrund dessen, dass man vermutet, dass die Buche eventuell nicht klimatauglich sein könnte, also nicht zukunftsfähig, weil zu schnell austrocknend im Klimawandel, bei zu starken Dürreereignissen, zu viele Buchen sterbend und so weiter und man die Buche daher nicht mehr im Reinbestand haben möchte, weil man dann Angst bekommt, dass dieser Reinbestand irgendwann ähnlich zusammenbrechen könnte, wie es der Fichtenreinbestand aktuell gerade tut, dann kann man auf die Idee kommen, und das tut teilweise der ANW, nicht der ganze, ja, die haben ja Regionalgruppen, und manche Regionalgruppen, die sind jetzt dazu übergegangen, und darüber hat sich ein von mir außerordentlich geschätzter Vegetationskundler, Vegetationsökologe, Geobotaniker, ja, in einem Vortrag neulich auf einem Symposium, auf dem ich gewesen bin, das ist eine wissenschaftliche Fachtagung, ausgelassen, und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, weil es tatsächlich ein großes Risiko von uns Forstmenschen, selbst wenn wir innovativ sind und im Dauerwald arbeiten und mit dem Dauerwald arbeiten, mit sich bringt, dass wir eben von der natürlichen Waldentwicklung weg, selbst auf den Flächen, auf denen wir noch natürliche Waldentwicklung haben, die sich ebenfalls bewirtschaften lässt. Ja, das muss nicht heißen, dass man da überhaupt nichts mehr macht. Dann gibt es natürlich nie einen richtigen Urwald. Aber man kann da einen natürlichen, naturnahen Buchenwald sich entwickeln lassen, plus hin und wieder mal einen Baum rausschneiden. Das geht.
Ja, und das bleibt als Ökosystem ein Buchenwald. Nutzung und Entwicklung des Buchenwaldes sind nicht zwingend ein Widerspruch, ja, wenn man das klug anstellt. Und ja, es ist nicht so toll wie ein kompletter Naturwald, aber es liefert auch Holz. Und das ist auch was Wichtiges. Ja. So, aber wenn man jetzt sagt, wir brauchen Mischwälder, Mischwälder, Mischwälder und wir reißen Löcher in den Buchenwald und stellen da Mischarten rein, und machen den Buchenwald quasi als natürliches Ökosystem, als Buchenreinbestand, der nun mal natürlicherweise ist, kaputt, um da ihn mit Mischbaumarten anzureichern, dann ist das wirklich ein Problem, weil wir dann die letzten wirklich naturnahen, Urwald gibt es ja nicht, also naturnah ist das Beste, was man erreichen kann, Buchenwälder, die einem Klimaxmosaik unterliegen, damit dann unwiderruflich, ja, was heißt unwiderruflich nicht, aber zunächst mal für die nächsten 200, 300 Jahre wahrscheinlich, bis sich das wieder alles komplett normalisiert hat, erstmal zerstören würden. Ja? Und da kann man sich jetzt schon fragen, ob der Schrei nach Dauerwald so notwendig ist, dass wir die letzten Reste natürlicher, naturnaher, schrägstrich natürlicher Wälder, Waldtypen auch noch für Dauerwaldisieren müssen. Hm? Und da wäre ich dagegen, als Vegetationskundler in dritter Generation. Teilzeit-Vegetationskundler natürlich nur. Als Forstwissenschaftler ist man ja alles nur Teilzeit. Man ist Teilzeit-Forstmathematiker, Teilzeit-Ökonom, Teilzeit-Botaniker und so weiter und so weiter. Und ist aber wichtig, dass man eben auch Kenntnis von den ganzen anderen Bereichen hat, um eben, das ist der große Vorteil und die große wichtige Bedeutung der Forstwissenschaften, um eben den Wald wirklich von allen Seiten gleichzeitig beobachten zu können und nicht nur einzelne Aspekte des Waldes aus dem Zusammenhang zu reißen und für sich stehend zu analysieren und alle Nebenwirkungen und Auswirkungen auf weitere Systeme zu ignorieren. So. Und ob die Buche denn jetzt nun wirklich so gefährdet ist, dass ein Aufbrechen der Buchenwälder und Anreichern der Buchenwälder mit Roteiche, Gliditschie, chinesischer Gliditschie, Tulpenbaum amerikanischer oder Douglasie, der Klassiker schlechthin, notwendig ist. Das muss noch diskutiert werden und wird diskutiert und ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil der Zustand der Buche derzeit schlicht Rätsel aufgibt und dringend weiteren Forschungsbedarf benötigt. Ich persönlich, und da bin ich nicht alleine mit, gehöre aber immer zu dem Lager, der sagt, man darf die Buche nicht unterschätzen und man darf sie jetzt auf keinen Fall bereits abschreiben. Es gibt viele Indizien, die zeigen, dass auch Buchenreinbestände nach wie vor zukunftsfähig sind, sodann eben bestimmte Parameter gegeben sind. So, und das wird dann Thema sein in einem anderen kurzen Video, das ich demnächst aufzunehmen gedenke. Und bis dahin hoffe ich jetzt bezüglich Dauerwald ein bisschen was zum Nachdenken geliefert zu haben, darauf hingewiesen zu haben, dass das, wie gesagt, in 80% der Fälle eine ganz, 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 ganz großartige Idee ist. Und eben aber auch mit dieser Schnapsidee, dass das Naturwald sei, aufgeräumt habe, ja? Das ist ja nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm, dass das ein künstliches Konstrukt ist. Es ist ein toller, haltbarer Wald, der uns unser Waldökosystem wirklich zukunftsfähig machen wird. Ja? Aber man darf einfach nicht behaupten, dass das ultimativ naturgemäß sei. Das ist nicht der Fall. So. Und damit bin ich jetzt aber wirklich raus. Bis zum nächsten Mal. Ich überlege, habe ich noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Nein. Tschüss.